Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen in der Alten Schmiede zu einem Autorinnen-Autoren-Projekt von Lisa Spalt und Julius Handel. Unter dem Titel Willkommene Kontaminationen spüren die beiden heute literarischen Methoden, ästhetischen Strategien nach, die sich an Herrschaftsformen und anderen deren sprachlichen Repräsentationen abarbeiten. Im Fokus stehen dabei Texte von Mario de Andrade, Joyce Mansour und Janina Braski und damit Texte, die in unterschiedlichen Sprachen zu unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Orten entstanden sind. Die Verknüpfungsarbeit, der wir heute lauschen können, hatte sehr wahrscheinlich nicht viele Vorläufer. Lisa Spalt muss ich hier im Detail nicht mehr vorstellen. Sie hat in der Alten Schmiede zuletzt eine Zusammenarbeit mit dem Komponisten Clemens Gardenstätter gezeigt. Das war das Live-Hörspiel Break Eden, Gesänge von Sirenen. Das wiederum waren eine Art Song-Auskopplungen aus ihrem jüngsten Buch Grüne Hydra von Kalambur, das auch auf dem Büchertisch heute zu finden ist. Und am Büchertisch wird heute auch ein Langzeitprojekt von Lisa Spalt präsent sein, das Institut für poetische Alltagsverbesserung. Bitte halten Sie Nachschau, in welcher Form. Julius Handel hat in Wien und Paris studiert. Gemeinsam mit Laura Undner veranstaltet er seit einigen Jahren die Reihe Gläserne Texte, eine Lese- und Diskussionsreihe mit Werkstattcharakter, und seit letztem Jahr sind Texte, die in Bezug zu dieser Plattform entstanden sind, auch in einer Anthologie dokumentiert mit dem schönen Titel Gläsern und Glänzen. Texte von Julius Handel selbst sind unter anderem in den Manuskripten, in Triedere und in der Edition Text und Kritik erschienen. Ja, den heutigen Abend legen Lisa Spalt und Julius Handel wohl überlegt dialogisch an, in einem gemeinsamen Fortspinnen der Gedankenstränge. Und sie erweitern den Dialog um O-Töne von Joyce Mansour und Janina Braski. Mit letzterer gab es in Vorbereitung des heutigen Abends intensiveren Austausch via Videotelefonie nach New York. Hier vor Ort werden Lisa Spalt und Julius Handel mit dem Autor und Rechtsanthropologen Edson Krenak ins Gespräch kommen, den ich hiermit auch gleich herzlich hier begrüße. A warm welcome to you. Erwähnt werden soll auch, dass der heutige Abend, der unterschiedliche Wurzeln hat, aber eine Wurzel in einer neueren Buchpublikation, in einer brandneuen Buchpublikation von Lisa Spalt im Janin Verlag hat. Es ist, Sie sehen es hier, ihre Übersetzung von Joyce Mansour erschienen. Die Übersetzung dreier Prosastücke unter dem Titel Nur Besessene schwänzen das Grab. Obwohl Joyce Mansour in Paris zum engsten Kreis der Surrealistinnen um André Breton gehört hat und auf Französisch kontinuierlich publiziert hat, lag auf Deutsch, soweit ich weiß, bisher nur eine Gedichtauswahl vor. Es mag unter anderem an der expliziten Darstellung von Sexualität liegen, die heute auch noch Thema sein wird. An einer mangelnden ästhetischen Qualität der Texte liegt sicher nicht. Für dieses Übersetzungsbuch hat Sabine Marthe gezeichnet. Schön, dass sie heute auch da sein kann. Ihre Zeichnungen werden heute auch zu sehen sein. Ja, vielleicht ist es bis hierher schon deutlich, dass dieser Abend für die beiden Autorinnen mit einiger Konzeptions- und Textarbeit verbunden war. Um die Ergebnisse nicht zu sehr komprimieren zu müssen, wird es ein zweiteiliger Abend werden. Nach circa zwei Drittel des Abends wird es eine 15-minütige Pause geben. Ja, und damit bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank Lisa Spalt und Julius Handel für diese Idee, Konzept für das heutige Abend, und herzlich willkommen euch beiden. Bitte. Subversion. Wir haben Texte zu präsentieren, denen wir Subversion zuschreiben. Aber vielleicht sollten wir, bevor wir das tun, die Subversion selbst kurz umkreisen. Es gibt ja so ein Gefühl, das mit dem alltäglichen Bedeutungsnebel der Subversion einhergeht. Versucht man ihn zu lichten, steht schnell die vielleicht sparsamste Definition durch Oxford Languages im Raum, die das Konzept als meist im Verborgenen betriebene,
auf die Untergrabung, den Umsturz der bestehenden staatlichen Ordnung zielende Tätigkeit beschreibt. Das klingt recht allgemein, bedenkt man die sich seit der Französischen Revolution fleißig ausdifferenzierende Begriffsgeschichte. Aber, Lisa, was lösen die großen Töne bei dir aus? Ich schieß gleich quer. Geht's nur um staatliche Ordnungen? Und bei der Subversion, die mich elektrisiert, lautet für mich die Frage nicht nur, wer hat die Macht, wie kann ich sie untergraben? Die Frage würde lauten, was oder welcher Graben kann unerwartet schräg verbinden, jenseits der Ordnung, die Herrschende und Beherrschte aufeinander bezieht? Da geht es um etwas Diebisches. Damit meine ich nicht unbedingt, dass ein positiver Output entstehen muss, da haben wir viel diskutiert, obwohl das für mich die höchste Kunst der Subversion wäre. Art et Liberté, die ägyptische surrealistische Gruppe, proklamierte, dass es nicht darum geht, eine Kunst der Negation zu erzeugen, sondern der Vorstellungskraft ihre Freiheit wiederzugeben. Der Mathematiker Charles Howard Hinton sagte, inspiriert vom Buch Flatland von Edwin Abbott Abbott, würden wir in vier Dimensionen denken, gäbe es kein Oben und kein Unten, keine Hierarchien. Ich nehme das mal als Metapher, die andeutet, wie neue Denkweisen gefunden werden könnten. Die drei bzw. vier Bücher, die wir vorstellen, bieten für mich ähnlich grundsätzliche Formen der Subversion und sie setzen vor allem auf den Humor. Marie-Laure Missire schreibt über Mansour, dass es der Humor ist, der sie so subversiv macht. Ich werde das jetzt noch mal ganz kurz zusammenfassen, nämlich diese skizzierte, also die von dir skizzierte Neuverknüpfung stellt, glaube ich, einen sehr erwähnenswerten Unterschied zu gängigen Prägungen des Begriffs dar. Auch in der Monographie Literatur und Subversion wird häufig von so einem negativen Subversionsbegriff ausgegangen, der eigentlich am besten zusammengefasst wird durch eine Definition von Lubbers, nämlich mit subversives Denken und Handeln zielt nicht auf den eigenen Machtzuwachs, sondern auf die Machtminderung des Angegriffenen. Aber das endet häufig in einem Bloßstellen, in einem Unterminieren und hat eben diesen von dir angesprochenen positiven Effekt oder keinen Raum für positive Elemente, den man vielleicht auch gebrauchen könnte, um an die Stelle des Bestehenden überhaupt neue Ordnungsprinzipien zu setzen oder Möglichkeiten zu schaffen, mit diesen Ordnungen überhaupt umzugehen. Es geht also darum, die tragenden Bedeutungen des herrschenden Systems zu destabilisieren. Aber ich glaube, oder so verstehe ich dich, dass du dieses Gegensatzpaar von wir und die auch gerne auflösen möchtest, eventuell sogar mit einer Richtung oder einem Ziel, also ein System abstürzen und rebooten lassen möchtest. Geht es dir dabei, wenn wir auf dieses Grundsätzliche hin abzielen, um das Grundsätzliche als Ziel oder als Gegenstand der Subversion? Ich würde sagen, das Subversive ist für mich das, woran im Text gearbeitet wird. Und das Ziel wäre die Ordnung, die wir noch nicht kennen, die aber auch nicht aufhört, sich zu verändern. Utopia heißt ja nicht Ort, weil es kein Ort, sondern eine Bewegung ist, behaupte ich einfach mal. Beim Grundsätzlichen, man kann definieren, wie man will, das ist total super. Beim Grundsätzlichen geht es unter anderem um die Sprachspiele, die uns organisieren. Zum Beispiel, warum sagt man, und was machst du? Und wir antworten mit der Nennung unseres Berufs. Menschen organisieren das Zusammenleben über solche Spiele, aber auch über gemeinsame Metaphern etc. Nach welchen Metaphern handeln wir? Ich möchte in dieser Hinsicht das sehr berühmte Beispiel von Ursula Gröber-Le Guin's Essay »The Carrier Bag Theory of Fiction« erwähnen. Sie meint, dass die Menschheit sich die Jagd als Metapher ihrer Erzählungen genommen hat, die Erzählungen, die die Menschen leiten, das Schema von Jäger und Gejagtem. Das Traggefäß, sagt Le Guin, war aber doch eigentlich vorher da. Unsere Geschichte wäre anders verlaufen, wäre das Gefäß die bestimmende Metapher. Das ist zuerst einmal ironisch, vermute ich, hoffe ich. Ich vermute aber auch, dass mit uns weit unterhalb der Systeme irgendwas nicht stimmt. Die Grundlagen sprachlichen Handels bilden also miteinander verschaltete Konzepte, ein permanent anwesendes Beziehungsgefüge, das wir in Vorgesprächen etwas salopp vielleicht als Hinterkopf bezeichnet haben, der unsere Sinneswahrnehmungen vorverwaltet.
Also richtet sich Subversion in diesem Sinn gegen fremde Hinterköpfe oder an fremde Hinterköpfe, möchte die Selbstverständlichkeit der Mechanismen, mit denen wir Erfahrung bewerten, außer Kraft setzen, destabilisieren, was ja auch zum Beispiel einen Unterschied darstellt zur Propaganda, die ja wiederum darauf aus ist, diese Mechanismen zu stabilisieren oder neu zu strukturieren entlang gewisser Parameter. Und vielleicht, ich habe gedacht, vielleicht ist der Humus eines solchen assoziativen Hinterkopfgeflechts eine Mischung von unterschiedlichen Gefühlen, die dann spürbar werden, wenn man irgendwelche Stränge ausrupft oder Setzlinge anschafft. Ich fühle mich, als pflügte ich mein Selbst um, dabei stehe ich bloß mit Gummistiefeln im Garten meiner Glaubenssätze. Das ist die Spannung zwischen dem stillen privaten Moment der Subversion und den öffentlichen Gegenständen. Ich glaube, dass die literarischen Texte, die wir heute vorstellen, schön an diesem Umtopfen teilhaben. Ja, Mansour kümmert sich um die Stränge von Sexualität, Gewalt und hierarchischer Gesellschaftsordnung, um die Frage, wie man zerstörerischer Macht machtlos begegnet, ohne gebrochen zu werden. Das ist ein ziemliches Kunststück. D'Andrade greift unter anderem die Fimmelarbeit und westliche Bildung an. Janina Braski will nichts weniger als eine neue Renaissance, wie sie auch Richard Rorty gefordert hat, nämlich eine Verschiebung der leitenden Disziplinen von den Wissenschaften hin zu den Künsten, zu den Creative Poets und den Künsten des Zusammenlebens. Mir gefällt das Bild mit den ausgerupften Strängen und Setzlingen ziemlich gut. Pflanzen sind immer super. Unsere AutorInnen zupfen und pflanzen, sie sind aber selbst auch nicht fest verwurzelt. Gehen wir doch hier gleich auf diesen Punkt ein. Darauf, auf welche Umstände es begünstigen, dass Stränge gelockert werden können. Unsere drei AutorInnen schöpfen beispielsweise aus der Mehrsprachigkeit. Diese Mehrsprachigkeit stopft den erwähnten Hinterkopf miteinander widersprechenden Überzeugungen voll. Und diesem Umstand begegnen unsere drei Schreibenden auf ziemlich spannende Weise. Gut, dann können wir an der Stelle jetzt auch Sie sprechen lassen, die Subversion etwas beiseite schieben, die Bühne freimachen und bitten um den Auftritt von Joyce Mansour, Mario D'Andrade und Janina Braski. Möchtest du vielleicht mit Mansour beginnen? Schließlich, wir wollen es nochmal erwähnen, wird heute deine Übersetzung von Les Gisons Satisfaits vorgestellt. Inwiefern würdest du sagen, hat die Mehrsprachigkeit bei ihr innere Widersprüche begünstigt? Oder wie lassen sich biografische Details hier mit einbeziehen? Ja, Joyce Mansour, Les Gisons Satisfaits aus dem Jahr 1958. In meiner Übersetzung nur Besessene schwänzen das Grab, der Originaltitel ist kaum übersetzbar. Eben erschienen im Tschernin Verlag mit den wunderbaren Zeichnungen von Sabine Marti, die sich fast versteckt. Nein, sie versteckt sich nicht. Diese werden wir gleich sehen. Joyce Mansour ist 1928 in England geboren, in Kairo aufgewachsen, in der Schweiz zur Schule gegangen, ist zwischendurch während des Vormarschs der Nazis kurz nach Jerusalem geflüchtet, zurückgekommen, gestorben 1986 in Paris. Ihre Großväter waren sephardische Juden, die in Damaskus unter ärmsten Verhältnissen lebten. Sie gingen nach Manchester, wurden im Baumwollhandel reich, zogen nach Ägypten. Eltern, Großeltern und Urgroßeltern Mansours waren Cousins ersten Grades. Mansour erzählte das unglaublich gerne in bester Gesellschaft, in der sie oft verkehrte. Warum? Ich denke, dass dieser heterogene Hintergrund von Armut, Luxus, Kolonialismus, peinlichen Hochzeiten, englischen, arabischen und jüdischen Einflüssen, von sprachlichem Nomadentum zwischen teils analphabetischem Jiddisch und Arabisch, Englisch, später Französisch, die Betroffenheit vom Nationalsozialismus und vom erstarkenden arabischen Nationalismus, vor dem musste sie schließlich fliehen. Das Leben mit den Surrealistinnen schließlich hat Mansour die feinen Unterschiede, durch welche sich menschliche Gruppierungen definieren, als relativ willkürlich erscheinen lassen. Sie hatte vielleicht deswegen ziemlich viel Spiel im Schreibgelenk, also Bewegungsmöglichkeit, hielt sich nicht an willkürlich definierte Schicklichkeit, an vorgeschriebene Geschlechterrollen und sie zertrümmert reihenweise die heiligen Texte aller möglichen Machtkonstrukte. So erzeugt sie so eine Art Mosaik, ein ironisches, sarkastisches, witziges, lächerliches, das gleichzeitig sprengt und zusammensetzt.
sprengen und zusammensetzen. Das wird ein Motiv des heutigen Abends werden oder ist es vielleicht auch schon bereits geworden, ist elegant und intensiv als Bewegung. Ich möchte vor dem Hintergrund auch schon fast näher auf dieses Verhältnis zum französischen Surrealismus eingehen, aber ich werde noch etwas warten. Und nochmal zurückkommen auf die Mehrsprachigkeit vielleicht als Tatsache, nämlich verbindet sie in ihrer Biografie gewisse Dynamiken von Identitätskonstruktion, biografischen Fakten und auch ihrer eigenen Schreibsprache. Und die sind teilweise, sind diese Dynamiken nicht immer unter ihrer Kontrolle. In einer Monographie von John Matthews heißt es dazu, dass die Fragmentierung von Mansour ihre Literatur wie Schreie wirken lasse, die zu Scherben werden. Das klingt nach fast nach attestierter Zerrissenheit. Aber Zerrissenheit ist ein hinterlistiges Phänomen. Mansours vielseitige Identität ist mit Behauptungen von Homogenität konfrontiert und steht ihrer gewaltsamen Durchsetzung gegenüber. Wer keine gleichmäßige Identität aus den Normen des eigenen Soziotops flechten möchte, muss irgendwie schlecht dran sein. Aber ging es Mansour mit ihrer Mehrsprachigkeit überhaupt schlecht? Wurde sie vielleicht in die Zerrissenheit gezwungen, gerade in Bezug auf die schon von dir angesprochenen feinen Unterschiede? Vielleicht, jetzt ist mir gerade eingefallen, wegen dieses nicht immer freiwillige. Breton hat sehr oft die Texte von Joyce Mansour korrigiert, weil sie ja nicht muttersprachlich französisch war und eigentlich angefangen hat mit einem Französisch, das vor Fehlern nur so strotzte und das sie aber auch kultiviert hat, weil die Fehler immer so unglaublich witzige Ergebnisse gezeitigt haben. Später hat ihr Sohn, der glaube ich 16 war, ihre sehr expliziten Texte korrigiert. Es hat ihn offenbar nicht geschädigt, weil er liebt seine Mutter heiß. Ja, Zerrissenheit. Dieser Druck von außen, Homogenität und Kontinuität zu simulieren, würde ich sehen. Allerdings würde ich eher sagen, dass diese am Mansour in Scherben gehen und nicht umgekehrt. Mansour scheint völlig frei gewesen zu sein von der Versuchung einer eindeutigen Identitätskonstruktion. Sie gehörte von Anfang an nirgends dazu, bewohnte aber, wie das Andrea Gremels in Die Weltkünste des Surrealismus sagt, eine Vielfalt von Identitäten. Nicht umsonst wurde sie oft als étrange demoiselle bezeichnet, als seltsames Fräulein, was auch der Untertitel der Biografie von Marie-Laure Messier ist. Religionen, patriarchale Ordnungen, die Regeln von Mehrheitsgesellschaften, Moralgebäude, das alles ist zerbrechliches Spielzeug schwärzesten Humors in ihren Texten. Sie erfindet sich immer wieder neu als Nicht-Zugehörige, da habe ich vorher einen Fehler gemacht, es ist noch ein Buch von ihr auf Deutsch erschienen, und zwar das ist Julius Caesar, die Geschichte einer schwarzen Kinderfrau. Joyce Mansour hat sich sehr oft in schwarzen Figuren wiedergespiegelt, und zwar deswegen, weil sie sie gesehen hat als das Symbol für Menschen, die nirgends zu Hause sind und immer in Gefahr sind, zum Opfer gemacht zu werden, die aber eben Methoden finden, sich zu wehren. Bei Mansour bewirkt diese Gemengelage, dass ihr Mythen und Traditionen aus aller Welt ebenso fern sind wie verfügbar. Sie greift einfach überall zu und benutzt, was sie will. Das erzeugt Humor. Das Zentrum des Schreibens von Mansour ist aber etwas, worin wir uns sehr wohl alle wiederfinden, nämlich der Körper. Mansours erstes Buch hieß Cri, Schreie. Die Dichterin beginnt zu schreiben, weil sie mit 16 ihre Mutter und mit 18 ihren ersten Ehemann an den Krebs verliert. Ihr verschlägt es buchstäblich die Sprache und sie beginnt dann in der Badewanne das laufende Wasser zu überschreien. Das waren die ersten Laute, die wieder rausgekommen sind aus ihr. Und sie kommt durch diese Cri zur Dichtung, zum Écrire, spricht von ihm als dem direkten Ausdruck des Körpers. Hören wir jetzt, Annalena, einen kurzen Interviewausschnitt, nur um die Stimme Mansours präsent zu haben. Die Untertitel oder Übertitel sind extrem rudimentär, bitte ich zu entschuldigen. Und die Aufnahme knackst, es ist die einzige, die es gibt. Je sais que, je crois que vous avez écrit vos premiers textes en anglais, vos premiers textes littéraires, vos premiers textes poétiques. Alors je voudrais savoir pour quelles raisons vous êtes passé de l'anglais au français. Parce que j'ai rencontré un homme qui refusait de parler autre chose que le français. Alors j'ai laissé tomber l'anglais et je me suis mis à lire et à écrire, à essayer de penser en français.
Et comme si tu commençais une nouvelle vie avec une nouvelle pensée, une nouvelle tout. Une nouvelle langue. Oui. Et une nouvelle façon de penser, parce que quand j'ai relu les choses que j'écrivais dans la langue anglaise, ça n'avait rien à voir. C'était tout à fait... C'était très brutal comme ça, mais... Ça, je ne sais pas, c'était tout à fait différent, comme si quelqu'un d'autre est venu à ce moment-là. C'est vrai, mais j'étais très, à ce moment-là, encore plus furieux contre tout, parce que tout allait mal à ce moment-là. J'ai eu absolument un moment où tout allait tellement mal que je me disais à ce moment-là, c'est formidable parce que qu'est-ce que ça va être bien après, parce que tout le monde mourait, tout était absolument épouvantable. Et alors, ce que j'écrivais était aussi fou de rage, fou de... C'est vrai, c'était uniquement des injures, ça a l'air d'une blague, mais c'était totalement injurieux. Personne ne les a vus d'ailleurs, c'est comme des colibés comme ça. Mais ce premier livre, Cri, ces poèmes qui s'appelaient, qui ont été réunis sous le titre de Cri, c'était des poèmes d'amour ou bien est-ce qu'ils étaient très liés à la réalité que vous venez de dire? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une autre réalité? C'est la réalité la plus... C'est le plus proche, non? Oui, ça, oui. Je crois que c'était des poèmes. C'était pas spécialement d'amour, c'était des cris. Parce que moi, à ce moment-là, j'avais marre de tout, je vous avais dit. Alors, j'ai vraiment crié, comme font les... C'était des cris. C'était très court, il y avait quelquefois 4-5 lignes. Mais c'était comme font les pleureuses, voilà. Vous savez, où ils crient très haut dans la tête, comme ça. Et tous eux sont soulagés et tout le monde autour est soulagé. On est content et en même temps on se dit c'est affreux, c'est épouvantable, on a la chair de poule. C'est une soupape. Oui. Une soupape, une façon de se dégager en quelque sorte d'une souffrance, non, c'est ça? Oui, parce que nous on peut pas le faire, même si on veut. Quand on est là, on est discipliné, on est comme ça. Alors ils sont payés, c'est des gens qui viennent et ne sentent. Je sais pas ce qu'elles sentent. Mais tout le monde se sent beaucoup mieux, hommes et femmes et tout. C'est très curieux. Alors moi, c'était comme ça. Je me suis dit, je ne peux pas crier à cause de moi, on va m'enfermer. Mais j'ai crié comme ça. Et comme ça. Je ne comptais pas sur quelque chose. Je me disais, je vais crier tout ça, simplement. Ich beachte die tollen Fragen, die der Interviewer ihr stellt. Sind das Liebesgedichte? Ja, der Körper ist in den Texten von Joyce Mansour Lust- und Trostinstrument, aber auch Bedrohung. Er kann Schmerz empfinden, er wird in der Geschlechterordnung zerfetzt, stirbt. Mansour bleibt ein super schwarzer Humor, immer mit dieser sanften Stimme vorgetragen, das muss man sich vorstellen. Als Beispiel würde ich anführen den Mörder in Les Gisons Satisfaits, die Protagonistin Marie ist ihm komplett verfallen. Es ist aber auch klar, dass es sie zerstören wird. Die beiden schließen in dieser Hinsicht einen Pakt. Das ist von Anfang an der Beziehung klar, dass er sie ermorden wird. Gleichzeitig ist der Mörder lächerlich, eindimensional und gerade im Moment der höchsten Ekstase spricht Mansour von den Mitessern auf seiner Nase. Dieses Bodyshaming am Mächtigen wirkt dann ziemlich eigenartig nach. Da gibt es etwas, das von der patriarchalen Ordnung zerfetzt wird, aber es ist nicht umzubringen, und zwar wegen des Humors, der sich an keine Tabus hält und kein System kennt. Es ist nicht nur der Mörder, der peinlich rüberkommt, sondern auch Maria, die ihre Ekstase an diesen peinlichen Mörder richtet. Der Text selbst ist seltsam peinlich. Es wird ganz bestimmt keine neue Hierarchie oder Macht erzeugt. Eine Möglichkeit, mit den Zwängen wie auch den Tragödien umzugehen, hat Mansour ja später, als sie dann nach Paris gegangen ist, für sich entwickeln können. Im dortigen Arbeitsumfeld, das die surrealistische Bewegung war, wurde an der Entgrenzung des eigenen Bewusstseins gearbeitet. Das Unbewusste sollte entgegen äußerer Zwänge frei ausagiert werden. André Breton, der Verfasser der surrealistischen Manifeste, hat über Mansour gesagt, dass sie den Surrealismus verkörpere wie niemand anderes. Und gleichzeitig benennt Breton ja auch diese berühmte Pistolenszene im zweiten surrealistischen Manifest, in der man eigentlich als surrealistische Tat schlechthin man mit einem Revolver in eine Menge schießen solle. Aber was du beschreibst, ist ja eigentlich das Gegenteil davon. Also eigentlich eben auf diesen Revolver zu verzichten oder ihn zumindest zuzuknoten oder so oder irgendetwas zu tun, was sich auch dieser Logik des Revolvers vielleicht widersetzen würde.
Wie geht das für dich zusammen und wie würdest du diese Spielräume bei ihr konkret mitdenken? Ja, ich habe es eh schon gesagt. Zum einen hat sie aus ihrer zusammengeflickten Herkunft eine große Freiheit gewonnen, auch aus ihren extremen Erfahrungen der Jugend, das sicher, aber ziemlich sicher auch aufgrund ihrer finanziellen Unabhängigkeit. Ihre Eltern hatten Geld und ihr Mann hatte einen gut gehenden Elektronikhandel. Die Surrealisten haben bei ihm Fernseher gegen Bilder gekauft. Die Bewunderung, die Breton Massur entgegengebracht hat, lag sicher am schwarzen Humor, hat er auch so ausgedrückt, an ihrer außerordentlichen Gewalttätigkeit und Explizitheit, die der von Elsa von Freytag-Loringhoven und Jana Tscherner, die an dieser Stelle wärmstens empfohlen seien, noch einiges draufsetzen. Auch Breton hat von ihrer finanziellen Unabhängigkeit profitiert, weil er, wenn er ein Bild nicht kaufen konnte, einfach gesagt hat, da drüben wird es das geben. Der Tod ihrer Mutter und ihres ersten Mannes fielen in die Zeit ihrer Jugend. Sie war gerade dabei, ihre Körperlichkeit zu entdecken und irgendwie hat sich diese Sexualität und Tod bei ihr extrem stark verbunden. Die Beschäftigung mit der Gewalttätigkeit ist aber auch ein Moment des extrem multikulturellen ägyptischen Surrealismus, aus dem sie ja eigentlich kommt, der Gruppe Art et Liberté, die wegen der Gewalttätigkeit und der extrem überbordenden Prostitution, die sich aus dem Krieg ergeben hat, sehr viele Sujets bezogen hat. Die Gruppe hat sich da um den Georges Hénin gebildet und das die war ziemlich eingezwängt zwischen Faschismus, Klassismus, Traditionalismus, Kolonialismus. Das hat sicher auch einen Einfluss gegeben. Gewalttätige Enthemmung gibt es bei ihr überall. Menschen werden gefressen, zerrissen. Sogar seitens der sadomasochistischen Protagonistin Maria in Les Gisants Satisfaits. Sie bringt ihren Mörder nämlich mehr oder weniger dazu, sie umzubringen. Also sie heizt ihn dann noch ordentlich an. Es geht um Regungen, die so allgegenwärtig wie verheimlicht sind, wie zum Beispiel, dass man Lust hat, seine Kinder aufzufressen oder loszuwerden. Was Mansour vom Pistolero-Bild hielt allerdings oder von der Forderung, dass man die eigenen Kinder an der nächsten Straßenecke aussetzen soll, ist unbekannt. Sie war eine sehr liebevolle und eher überbordende Mutter, was man seltsam gefunden hat zu jener Zeit. Bevor wir dann endlich auch etwas hören werden von ihr, werde ich noch ganz schnell auf die nächste Autorin zu sprechen kommen und dann auf den nächsten Autoren. Janina Braski wurde 1958 in San Juan, Puerto Rico geboren, lebt aber seit vielen Jahren in New York City. Sie hat dort einen PhD in spanischer Literatur erworben, andererseits mit verschiedenen Texten auf sich aufmerksam gemacht, die sie als eine der führenden Figuren des New Yorker Movement etablierten. Diese literarische Bewegung geht auf die Entwicklung des Spanglish in den USA zurück, einer Verbindung von Spanisch und Englisch, die natürlich dort vor allem populär ist und auch in der gearbeitet wird, in der viele Latinxes leben. Für Braski wurde Spanglish zur Rampe zahlreicher literarischer Experimente, wie etwa dem Text Yo-Yo Boing, erschienen 1998 in der Latin American Literary Review. Wie schon Mansours Biografie ist auch die von Braski von Mehrsprachigkeit geprägt. Ihre Position, so hat sie uns in einem Interview erzählt, geht dabei von der Realisierung einer Subjektivität aus, die Sprache so weit dehnt, Bedeutungen derart relativiert, dass die eigene Fragmentierung beginnt, auf den Raum rundum einzuwirken und ihn als ebenso fragmentiert bloßzustellen. Ja, vielleicht sollte man dazu sagen, dass Janina Braski diese Zersplittertheit angesichts des Lebens in der Mehrheitsgesellschaft keineswegs negativ sieht. Ganz im Gegenteil, wir haben mit ihr ein Gespräch geführt und sie ist der Meinung, dass am besten alle Menschen nicht in dem Land leben sollten, in dem sie geboren sind. Das befreit ihrer Meinung nach von den Regeln der Familie, das war ja sehr wichtig, das hat sie mehrfach betont, bietet die Möglichkeit, abseits der eigenen Schicht ein Being zu entwickeln, wie sie sagt, und in einer fremden Sprache zu schreiben, ist für sie die Bedingung ihrer Arbeit. Die fremde Sprache, das Englische, gewinnt dadurch enorm an Elastizität, das werden wir nachher gleich hören. Gleichzeitig kann sie auf Zielgruppen wirken, die von der Literatur eher weit entfernt sind, weil ihr Englisch nämlich ziemlich einfach ist. Sie ist keine Muttersprachlerin. Die Literatur ist alles andere als simpel, aber sie kann so einen direkten Zugang
zu Menschen haben und kriegt dann auch mal im YMCA Standing Ovations. Ja, aber gehen wir jetzt gleich noch zu Mario de Andrade und seinem Roman Macunaíma, nämlich insofern, als dort ebenfalls Mehrsprachigkeit hier im Zusammenhang mit indigenen Sprachen die Form des Textes bestimmt. Mario de Andrade, 1893 in Sao Paulo, Brasilien, geboren, ist als Kind von weißen und indigenen Eltern schon früh am Klavier gefördert worden. Auch de Andrade hatte ähnlich wie Mansur frühe Verlusterfahrungen gemacht, musste seinen 14 Jahre alten jüngeren Bruder beklagen, als der bei einem Fußballspiel plötzlich gestorben war. Seine Karriere als Konzertpianist hatte er früh aufgegeben, als klar wurde, dass dies für ihn keine besonders erfolgversprechende Option wäre. Allerdings hat er später noch theoretisch zur Musik gearbeitet und auch einige Schriften publiziert. Andrade hat über die Jahre ein extensives Wissen um die verschiedenen Dialekte und indigenen Sprachen entwickelt, das sich im Macunaíma niederschlägt. Mit dem Werk wurde er zu einem zentralen Vertreter der brasilianischen Moderne, auch einem der ersten. Brasilien wurde so als Land betrachtet, dem die Mehrsprachigkeit wie ein Konstruktionsprinzip eingeschrieben ist, was sich auch in den Text natürlich dann überträgt. Der im Original stark mit Sprachmustern aus de Andrades Forschungen arbeitet und so einen gewissen Hang zum Experiment auch aufweist, den er aber schon eigentlich zuvor in Amar, Verbo Intransitivo von 1927, also Lieben, intransitives Verb, unter Beweis gestellt hat. Allerdings ist die Situation bei ihm doch eine nochmal etwas andere, nicht? Ja, Mario de Andrade ist eng verknüpft mit Oswald de Andrade, mit dem er nicht verwandt ist, beiden und auch Tarsilo Amaral, vor der dieses Porträt von Mario de Andrade stammt, ging es darum, die heterogene Gesellschaft Brasiliens zusammenzudenken. Oswald de Andrade hat mit seinem anthropophagen, also kannibalischen Manifest aus dem Jahr 1928 Maßstäbe gesetzt. Er hat technischen Fortschritt mit indigenem Wissen in Verbindung gebracht und den Bildungskanon der weißen Kolonialherren nicht nur auf den Kopf gestellt, sondern einfach aufgefressen und verdaut. Wieder vorgelegt. Mario de Andrade bringt in Macunaíma indigene Sprachen und Mythen ein. Interessanterweise hat er diese, weil sie schon großteils verschwunden waren, teilweise erst über die Arbeit des deutschen Ethnologen Theodor Koch-Grünberg kennengelernt. Wie uns Edson, der heute da ist und den wir etwas später noch interviewen dürfen, hallo Edson, berichtet hat, gab es ursprünglich zwei Tendenzen in Brasilien. Eine wollte das Portugiesische portugiesisch durchsetzen und eine andere tendierte zu einer Rückkehr zu den indigenen Sprachen. Mario de Andrade hat keine Lust gehabt, sich zu entscheiden und hat einfach alles zusammengemanscht. Zu einem Werk von wunderbarem Humor, das die Kernfusion im Culture Clash ermöglicht. Der anthropophage Umgang mit dem Bröseln der Herkunft ist etwas, was alle Bücher hier eint und vielleicht können wir an dieser Stelle ein wenig lesen. Zuerst eine Passage von Nur Besessene schwänzen das Grab. Das Buch ist erstmals erschienen in einer Auflage von knapp über 30 Stück. Die Übersetzung ist in einer wesentlich umfangreicheren Auflage erschienen, glücklicherweise. Im Original gab es Zeichnungen von Max Walter Swanberg. In unserer Ausgabe dürfen wir Sabine Martes feine Zeichnungen sehen. In Marias Träumen erschien oft ein Gott, wenn der Mörder abwesend war oder schlief. Die wache Gegenwart des Mörders schien ihn zu vertreiben. Wenn der Kegel ihrer Ekstase umgefallen war und ihr Schamhaar stramm stand, rief Maria ihren Gott und der Gott kam. In einer Nacht jungfräulicher Stille träumte sie, dass sie sich weit draußen in einer üppigen Wüste befand. Löwen mit Menschenköpfen schlichen am Rande des Horrors umher. Ein Wind ohne Arme und Beine versetzte die kleinen Wellen des Sandes in Aufruhr. Die Luft war klar, das Mondlicht glänzte auf den Eisbergen und ein Licht, das keinen Schatten kennt, ließ die Farben glühen. Ein Skorpion schoss seinen azurblauen Schwanz in jede Muschel und unter jeden Stein. Von Schwermut und Moos gummierte Tiere schleppten ihre Bäuche von Strauch zu Strauch, suchten nach einem Wasserloch oder einem Erdfisch, der ein Wasserloch kennen könnte.
Maria folgte einer Wolke, ohne sich allzu sehr um die Zeit zu sorgen. Sie war an Wüstenorte gewöhnt, ihre Mutter war Beduinin. Sie hielt an, um einen der vielen Prophetenstämme vorbeizulassen, die blind über die Ebene wanderten. Sie hatten ihre Bettwäsche, die sich vor Ungeziefer bauschte, über den Rücken geworfen. Ein bronzenes Hakenkreuz in der Hand des Ältesten sollte die Schlangen abwehren. Eine Klagemauer hatten sie in jedem Taubenohr. Die Frau zuckte zusammen. »Kein Muckser oder ich blende dich«, sagte sie zu dem Kamel, das hinter ihr ging. Das Kamel senkte die Augenlider und der Stamm zog lautlos vorbei. Maria und das Kamel begannen, an der Existenz des Landes aus Milch und Honig zu zweifeln, in dem Gott auf den Bäumen wächst und nur die Nattern mit Impotenz geschlagen sind. Plötzlich ragte ein Schild vor ihnen auf. Fetzen von Paradoxa zeigten ihre phosphoreszierenden Zähne. Die Frau war zu müde, sie zu entziffern. Sie lehnte sich an den Vierbeiner und nahm ihren Hut ab. Regen schlug auf einen Felsen und ein unerschöpflicher Strom von Reichtümern und Blut sprudelte daraus hervor. Lasst uns von diesem Blut trinken, das sich uns so großzügig darbietet. Die Nacht ist lang und mein Traum hat gerade erst begonnen, sagte sie bestimmt. Die Wüste wälzte sich in ihrem Felsbett hin und her und ein Sternenschwarm verhüllte den Mond. Der Gott legte seine Hand auf Marias Schulter. Was dir unerträglich erscheint, erlaubt dir, den Plafond der Zeit zu durchbrechen. Du musst jede Weichheit ablegen, sie verursacht Blutarmut, du musst frei sein. Er fuhr mit seiner Hand, die einen salzigen Duft verströmte, über das Gesicht der Frau. Ihre Schminke verschmierte ihre Züge, da sah sie, dass ihr Gesicht für ihn reizlos war. Sie verhüllte sich und trocknete ihre Tränen. Da stellte sie mit Entsetzen fest, dass ihre Nase verschwunden war, ihre Augen und ihr Mund waren mit Fleisch bedeckt, ihr ganzes Gesicht war von der Stirn bis zum Kinn vollkommen glatt, ohne Löcher, ohne Haare. Ihre Haut sah aus wie Marmor. Marias Hände, die kraftlos waren vor Grauen, schwammen vor ihr wie siamesische Fische. Was tun gegen einen Verrückten, der dich hasst? Der Gott kratzte den Boden mit seinen Fingernägeln. Begegnungen, die im Raum stattfinden, richten immer Schaden an. Er griff die Hände der Frau, beruhigte sie, fühlte ihren Puls und klemmte zwei kleine Tonkrüge mit Wasser und Lehm zwischen ihre Finger. Göttlich, sagte er, ich bin ein Lösungsmittel. Ich bin in diesem Wasser, in ihm ertrinkt das Wort, trink nicht davon. Mit diesem Wasser und diesem Lehm modelliere ein Gesicht, es wird das deine sein. Er machte eine Geste und die Wüste verschluckte ihn. Maria war in Versuchung, das Wasser zu trinken. Sie war durstig und das Kamel, das alle 10 Minuten rülpste, verpestete die Luft. Gulasch, rief sie nach einem besonders geräuschvollen Bäuerchen. Das Kamel war jung und hatte keine Manieren. Sie verspürte den Drang, die Fußspuren der Propheten mit Schlamm zu füllen, um ihre fuchtelnde Geschichte aus dem Gedächtnis der Menschheit zu tilgen. Ihr Schambein warf im Sand seinen Anker aus. Das Kamel lächelte einen Touristen an, der ein Foto von ihm machte. Ich wünschte, ein anderer würde mein Leben leben. Beladen mit gewaltiger, vibrierender Zärtlichkeit kann ich am Ende nur auf einer Bank der Verworfenheit stranden, umgeben von weingesäuerten alten Männern. Ich bin nicht zynisch genug, um gegen die Uhr, gegen die Leichtigkeit, gegen die Dummheit zu kämpfen. Maria begann, den Lehm zu zerreiben und tauchte ihre Finger ins Wasser. Der Schlick klebte an ihrem Kleid. Von einem Felsen in Kirchenform herunter stieß ein Raubvogel einen schrillen Schrei aus, der den Krug zerspringen ließ. Das Wasser ergoss sich in das mehlige Maul der Wüste. Nichts als Unglück, dachte Maria. Sie wagte nicht mehr zu sprechen. Jede ihrer Gesten wäre von der Brise wie ein Flugdrachen erfasst worden. »Ich bin eine Frau, die am Ende ist«, sagte sie zu sich und bohrte 2 Löcher in die Maske, die sie gerade schnitzte, während sie traurig fortfuhr. »Meine Augen werden dein geliebtes Gesicht nicht mehr sehen, Land des Wahnsinns.« Tränen fielen auf die Stirn der Maske und Maria sah, dass sie schön war.
Ich werde im Hotel Zwietracht stiften. Ich werde Wind sehen mit diesem Gesicht, sagte sie begeistert und setzte die Maske krachend auf ihre Züge. Auf geht's, rief sie. Aber das Kamel weigerte sich, sich zu rühren. Die Zeit der Traumwanderung ist vorbei. Geh, Frau, die Erkenntnis liegt immer zuvor dir. Bei deiner Rückkehr wirfst du mir Brosamen zu, sofern ich lebe. Wenn ich tot bin, betrachte meinen Kadaver nicht mit Ekel. Er tut dir kein Leid. Die Frau trocknete sich mit ihren Zöpfen die Augen und ging ohne weitere Bemerkungen davon. Wortgebilde mit kleinen herbstlich gefleckten Blättern wogten wie Fata Morganas in der Luft. Kosmische Fluide umspielten Marias Körper, sogar ihre Brüste leuchteten. Da bemerkte sie, dass der Gott seine rechte Hand auf ihrer Schulter vergessen hatte. Sie lachte und ihr fröhliches metallisches Lachen erhob sich wie eine Elster in die Ozonschicht. Maria bewegte die Halsmuskeln, aber die Hand ließ sich nicht abschütteln. Ich muss frei sein, keuchte sie. Geh weg, du dreckiges Organ der Zerstörung, du Wiegenräuber, du Kröte. Und sie wählte aus dem Steingarten zu ihren Füßen einen großen Brocken. Ohne nachzudenken, zerquetschte sie die Hand mit all ihrer Kraft an ihrer Schulter. Ein Geräusch wie von reifen, platzenden Früchten war zu hören. Die Hand fiel verletzt in den Sand. Die letzten durchscheinenden Strahlen der untergehenden Sonne rannen über die bewaldeten Beine der Frau. Der Tag verstarb und der Sand lief weiter. Die Hand krümmte sich zusammen, ein Finger war schon blau von Wundbrand. In der Handfläche bluteten Stigmata. Maria hatte Mitleid. Ich bin trotz allem ein Mensch. Sie beugte sich vor, um die Leidende zu erlösen. Da sprang ihr die Hand an den Hals und Maria erkannte, dass die Haut des Feindes die ihrer eigenen Hand war. Es gibt, sagte sie sich außer Atem, keine zweite Chance nach dem letzten kratzenden Schluck auf. Die Kehle, die nichts als den Bodensatz der Gereiztheit zurücklässt, bleibt die totale Zerstörung. Was endlich aufersteht, zaghaft und mit dem Aussehen von Larven, sieht nichts gleich. Der Tod macht nur die Erde fruchtbar. Sobald ich vernichtet und vergessen bin, sobald mein Schädel von den Hieben eines Knüppels matsch geworden ist, werde ich ins Nichts stürzen, ohne zu begreifen, dass ich tot bin. Verliebt in die Erinnerung werde ich als gefräßiges Geschlecht mit elfenbeinfarbenen Zähnen bis zum jüngsten Tag die säuerlichen Überreste meines Körpers auslutschen. Nur Besessene schwänzen das Grab. Ich würde gerne nochmal auf diesen Satz von Marias Gott zu sprechen kommen. Mich interessiert dieser: Du musst jede Weichheit ablegen, sie verursacht Blutarmut, du musst frei sein. Mich interessiert der göttliche Freiheitsbegriff, der Maria auffordert, ein künstliches Gesicht aus Ton zu modellieren. Die Maske ist geeignet, um in dem Hotel, wo sie und der Mörder sich aufhalten, Zwietracht zu säen. Gleichzeitig findet die ganze Szene in einer Traumsituation statt, in der durch Metaphern und bildhafte Vergleiche alles zum Schweben gebracht wird, die Übergänge fließend sind. Ist die Traumsprache näher am weichen Gesicht oder der harten Maske? Gelingt hier die Öffnung oder Verschleierung, beziehungsweise lässt sich das überhaupt noch klar trennen? Die Maske ist ziemlich vieldeutig. Einerseits wird Maria das Gesicht genommen, das erinnert an ziemlich viele surrealistische Frauendarstellungen. Mir fällt da unter anderem Magritte ein und sein Bild Le Viol, das kennen wahrscheinlich die meisten, zu Deutsch die Vergewaltigung. Dort sind die Gesichtszüge durch Schamhaar und Brüste ersetzt. Andererseits bekommt Maria von diesem Gott die Möglichkeit, sich ein Gesicht zu machen. Das ist ein bisschen wie bei Tim Allen und Hör man, wer da hämmert. Das sagt er irgendwann, die Mutter muss sich noch das Gesicht machen, der Sohn fragt warum und dann sagt der Vater, na, weil Frauen keins haben. Dieses Gesicht, das sich die Frau machen muss, vermag die Männer verrückt zu machen, was ihr wahrscheinlich dann vorgeworfen werden wird. Gleichzeitig könnte man die Gesichtslosigkeit auch so verstehen, dass Maria, sie träumt ja, nach innen schaut und dort alles verdaut, was sie im Hinterkopf mitschleppt. Die Geschichte vom Auszug aus Ägypten, fragwürdige Propheten, Gottesvorstellungen, den Nationalsozialismus, plötzlich stammen die Stigmata in Gottes Hand, die auf Marias Schulter liegt, davon, dass Maria diese Hand an ihrer eigenen Schulter zerquetscht. Durch die zahlreichen Anspielungen schafft Mansour ein Gewebe, das die Macht gleichzeitig darstellt und blasphemisch durchkreuzt. Später begeht die Hand sogar Selbstmord. Blasphemischer geht es wahrscheinlich nicht mehr. Der ganze Hinterkopf wird ausgeschüttet und als Lehm benutzt.
Es klingt auch, als gäbe es da so eine Art von Machtzugewinn fast, indem man so eine Hoheit über diese verquer verschaltenen Symbole irgendwie erlangt, die sich angeeignet, untergeordnet, zum Material erklärt und ihrer ganzen Aura beraubt werden. Beziehungsweise wird sie gedehnt und umgedeutet oder verschwinden oder eben auch verdaut. Die zweite Dimension der Traumszene scheint mir diesbezüglich auch ganz spannend zu sein. Du sprichst vom Verdauen von Symbolen oder auch symbolischen Ordnungen, was mir auch wieder den Oswald de Andrade auf ins Gedächtnis ruft, der ja auch sehr viel sich auf ähnliche Texte bezieht, auf die sich auch die surrealistische Bewegung bezogen hat, Stichwort Psychoanalyse. Den heiligen Feind in sich aufnehmen, um ihn in ein Totem zu verwandeln. Das menschliche Abenteuer, heißt es im anthropophagen Manifest. Die Zeitrechnung Brasiliens beginnt nach Oswald de Andrade mit der Verspeisung des ersten portugiesischen Missionars. Finde ich total super. Die Probleme der Weißen, die Freud identifiziert hat, werden als Fremdkörper ausgespuckt. Die interessieren ihn nicht. Zum Beispiel das Problem der Frau gibt es irgendwie in Brasilien nicht. Interessant ist an der literarischen Anthropophagie dann vor allem, dass sie den Vorwurf des Kannibalismus zur Stärke umdeutet, ähnlich wie bei Joyce Mansour, die Gesichtslosigkeit zur Möglichkeit wird, sich selbst ein Gesicht zu machen. Es ist vielleicht kein Zufall, dass es in einigen ihrer Gedichte und auch in unserem Mansour-Band eine Stelle echten Kannibalismus gibt. Es ist vielleicht kein Zufall, dass gerade die patriarchale Macht des Mörders verdaut wird, indem sein Leichnam von den Armen der Stadt einfach aufgefressen wird. Und so wird der Fleischer, der Mörder ist vom Beruf Fleischer, selbst zum Fleisch. Am Eingang der Stadt sah er eine Gruppe armer Leute. Sie waren in klägliche Lumpen gekleidet, die sie auf den Schlachtfeldern gefunden hatten, Überbleibsel der verschiedenen Armeen, die jeden Sommer über das Land herfielen, weil sie nach einem himmlischen Kind oder einer Ölquelle suchten. Sie schleiften einen Mann an den Füßen hinter sich her, und der Schnee, den die Leiche pflügte, schien von den flüchtigen Fingern eines Regenbogens gesponnen. Die Furcht vor den Feinden und die Härte des Winters haben die Herzen meiner Landsleute erkalten lassen, dachte der Alte. Er hob eine prophetische Hand. Die schäbige Menge starrte ihn an, ohne den leisesten Versuch, ihm zu gefallen. Alle waren bleich unter ihren Mützen und hatten böse Augen. »Bist du von der Polizei?« fragte der Stärkste und spuckte einen Blutbrocken auf seinen von der Kälte marmorierten Handrücken. »Nein«, antwortete Jeremia, »ich bin gebürtiger Richter.« »Habt ihr Hunger, Herr Richter?« fragte ein Mann, der in einer Gartenlaube aus Wolle steckte und schloss ein Auge, weil das andere eiterte. »Denken Sie nur, Fleisch mitten im Winter«, rief ein Jugendlicher. Ein Dritter sagte, »Frühgemüse meiner Seele.« Jeremia blickte zum Himmel und maß den Zorn der wachhabenden Götter mit seinen Blicken. »Verurteilen Sie uns nicht, Herr Richter«, flehte ein anderer ganz leise, und Jeremia sah, dass er weinte. »Wir haben diesen Mann tot in der Regenrinne gefunden, drüben in der Stadt. Er gehört niemandem, das ist sicher. Wäre er sonst auf der Straße gestorben? Wir werden ihn essen, damit er für immer ein Teil der Menschheit bleibt. Unsere Familien hungern. Kein Körperteil, kein Knochen wird den Hunden vorgeworfen werden. Wir werden keine Verschwendung oder Gotteslästerung dulden.« Der Wind nahm an Stärke zu und die Elenden zitterten vor Schwäche. Der tote Körper im Schnee sah blau, wie er war, wie eine Himmelspfütze aus. »Alles ist besser für eine Leiche, als einem Stück Abfall gleich in der Gosse zu treiben«, erklärte eine Frau, die ihre Zähne mit einer Feile aus Weißblech schärfte. »Ich verurteile euch nicht«, sagte Jeremia, »wenn keine andere Nahrung vorhanden ist, ist das Verspeisen von Toten erlaubt.« Endlich konnte die Menge aufatmen und die Sonne durchbrach den Nebel mit einem einzelnen goldenen Strahl. Die Menschen gingen ihres Weges, der Mörder, den sie an den Knöcheln hinter sich hergezogen, folgte ihnen in Richtung Suppe. Wattiges Weiß bedeckte ihre Spuren und die Götter versammelten sich wie Fliegen um das Opfer. Jeremia bekreuzigte sich und wehrte sich mit lascher Hand gegen die unerträglichen Vorschläge seiner Fantasie. Der Anblick des Blutes grauste ihn. Es war möglich, dass er die himmlische Etikette vergaß, die Verschwender ächtet.
eine kräftige Staude war auf seinem Oberschenkel erblüht, denn seine Träumerei, welche die verschneite Leiche ausgelöst hatte, war grausam präzise ausgefallen. Nur mühsam beherrschte er sich und wandte sich zur Kirche. Er hatte die feste Absicht, ein paar Brosamen zu erbetteln, um sie in den dünnen Schläuchen seiner Därme zu stopfen. Unaufhörlich verkündeten diese lauthals ihre Verzweiflung, indem sie sich jämmerlich krümmten und miauten. Als er in der Kirche angekommen war, ging er ohne Umstände zum Angriff über. Wie ein Unglücksrabe, der sich über sein Nest bückt, aß Jeremia direkt vom Altar. Er hob die Augen, nicht zum Universum in seinem göttlichen Mantel aus Schnee. Er grüßte nicht den Geist, der in jedem der bronzenen Kerzenhalter atmete. Schweigend fraß er Hostie um Hostie, Filet um Huhn, Schwein um schwarzen Hahn, und die liegenden Figuren, die bis zum Kinn in ihren Steinen steckten, beobachteten ihn unter ihren Wimpern. Ein Mönch beobachtete, wie das Blut des Hahns durch die Finger des Alten tropfte. Er war in ein lächerlich eingelaufenes Peplum gewandet und versteckte die Arme in den Ärmeln. Blauer Rauch wallte um seine Tonsur. »Ist das Heiligkeit oder ein Furz?«, fragte sich Jeremia. Er lutschte an seinem Daumen, weil das Bratenfett unter den Fingernägeln versteckt und er schreckliche Angst hatte, sich das Fleckfieber einzufangen. »Wo das Fleisch fehlt, fehlt auch der Geist und manchmal auch umgekehrt«, sagte der Mönch. »Geben Sie mir das Blut zurück.« Eine Taube, weiß wie die Reinheit der Persilwerbung, versetzte die Flamme einer Kerze mit ihrem Flug und flüchtete mit einem hilflosen Schnarchen. Jeremia, den die Brise belebt hatte, riss sich zusammen. »Ich bin keine Frau, ich kann die Lippen nicht von meinem Geschlecht ablösen und das Blut gurren lassen«, antwortete er weise. »Die Frauen schließen ihre Portale bis zu den Augenlidern, um ihre träge Kraft zu bewahren. Sie ballen ihre Fäuste, sie beherrschen sich, sie sprechen mit geliehenen Stimmen. Aber dann kommt der Moment, in dem der Mond ihnen sein großmäuliges Gesicht zuwendet und sie machen sich ohne Vorwarnung in die Hose.« Ja, soweit zur Anthropophagie, die den Vorwurf des Heidentums, des Kannibalismus zur Stärke verdreht. Die Autorinnen wenden sich nicht einfach gegen etwas, sondern fressen es auf, in ihren Texten auf. Janina Baski vereint in ihrem neuesten Buch antike Autoren, Shakespeare, Nietzsche zermanscht das alles unter dem Zeichen des Bacchus. Alles vor dem Hintergrund ihrer puerto-ricanischen Herkunft und der Notwendigkeit, sich eine eigene Position schaffen zu müssen. Oswald de Andrade widmet sich mit Inbrunst dem Verkochen aller möglichen europäischen Autoren. Da gibt es irgendwie eine Lust, wenn Sie ihn mal im Netz googeln, werden Sie sehen, dass sehr oft ihm der Vorwurf gemacht wird, dass er die europäischen Autoren nicht verstanden hat. Ist ziemlich lustig, weil er sie einfach auseinanderfilettiert und verkehrt herum wieder zusammensetzt. Für ihn, er webt mit fremden Sätzen, weil es die eigene Tradition noch nicht gibt. Für ihn liegt die basileanische Geschichte in der Zukunft. Und entsprechend anarchisch funktioniert auch Marius Makonaima. Der Untertitel des Buchs lautet nicht zufällig, der Held ohne jeden Charakter. In der anthropophagen Literatur müssen alle wie Mansours Maria den Auszug aus Ägypten wagen und die alten Geschichten neu interpretieren. Mit Unbedingtheit nähert sich die Anthropophagie allen sozialen Kodifizierungen und er nähert sich so von den Sollbruchstellen der Bürgerlichkeit, wie Oswald de Andrades Manifest auch unterstreicht. Er spricht sich aus gegen die soziale Realität, die verkleidete, unterdrückerische und von Freud registrierte, die Realität ohne Komplexe, ohne Wahnsinn, ohne Prostitution und ohne die Strafanstalten des Matriarchats von Pindorama. Die Angst, eine solche Dynamik könne zur Neutralisierung von Symbolen, Irrationalität und Beliebigkeit führen, hat die Literaturwissenschaftlerin und Soziologin Elisabeth Lenk in ihrem Essayband Kritische Fantasie beschrieben. Sie stellt dafür einen Zusammenhang zwischen dem deutschen Nationalsozialismus und der Angst vor dem Irrationalen her, dem kein Raum zugestanden wurde, das sich gewaltvoll entladen hat. Alles Postromantische, so wie auch der Surrealismus zum Beispiel oder eben vielleicht auch die Anthropophagie, die rationale Ordnung der Wirklichkeit zu überwinden trachten, geraten im Nachkriegsklima in Verdacht zu kollaborieren. Aber ist diese Angst nicht eher
ist dieser Angst nicht eher Aktivität entgegenzusetzen als eine frische, um Stabilität bemühte Ordnung? Ich muss den verführerischen Rhythmus von Janina Spraskis Texten, den wir noch hören werden, aktiv entgegentreten, um ihm nicht zu erliegen. Über ihre rhythmisierten Verknüpfungen verschiedener Begriffe hinwegzugleiten, macht Spaß und das erschwert mir ihr Verständnis vielleicht, aber es entlässt mich nicht aus meinem Sitz am Hebel der Interpretation. Ja, die Frage ist, ob diese fehlende Auseinandersetzung mit dem Surrealismus in Deutschland oder Österreich nicht auch am nachwirkenden Stempel der entarteten Kunst lag. Auch die Mitglieder der Wiener Gruppe, die sich zu Beginn auf den Surrealismus bezogen, wurden ja noch als Entartmänner bezeichnet. Die ägyptischen Surrealisten haben ihr Manifest auch für die entartete, genannt, für die entartete Kunst. Ja, aber wie mit Irrationalität umzugehen, ist ein durchaus ungelöstes Problem. Wir haben ja schon Angst gehabt, dass der heutige Abend auf den Tag der amerikanischen Wahlen fällt. Das wäre irgendwie allzu aktuell gewesen. Ich möchte in diesem Zusammenhang einen Schwenk auf die musikalische Komponente unserer Texte machen und auf die Trance. Mansour spricht von ihrer Kopfstimme, die vor allem in ihren Gedichten direkt aus dem Körper rausquillt. Die Symbole werden sehr vieldeutig und das rationale Verständnis wird gelockert. Die Symbole werden zwar nie beliebig, sie sind nur prall besetzt, aber es ist eben doch ein Singsang, der irgendwie sehr, sehr bezwingend ist. Janinas Texte erreichen uns in Form eines ausdifferenzierten, ständig neu sich interpretierenden Gesangs. Die Dichterin sagt selbst, dass das Publikum sehr oft nach ihren Lesungen davon spricht, in Trance gefallen zu sein. Ja. Sie will selbst diesen Duktus der Seherin-Priesterin. Makunaima ergeht sich in teils alogischen Aufzählungen, in Wiederholungen, quasi Refrains. Die Musik, die Kopfstimme, welche die Wörter in Fluss bringt, muss extrem bewusst gehandhabt werden, denke ich. Janina zeigt das selbst auf. In ihrem neuen Buch beschäftigt sie sich intensiv mit Trump. Trumps Reden lullen durch ihren alogischen Singsang ein und putschen das Publikum auf. Das ist bei unseren AutorInnen selbstredend nicht der Fall. Aber es ist eben immer die Frage, wie man ein Instrument einsetzt, das sich anbietet. Bei Janina klingt eher an der Gedanke Nietzsches, dass die Dichterin den Wahnsinn der Welt schaut und sublimiert ins Apollinische dreht. Da kann man auch Schwierigkeiten damit haben. Aber sie ist sich auf jeden Fall sehr der Gefährlichkeit des Instruments bewusst. In Österreich kennen wir das Problem in einer etwas anderen Weise. Wer in Österreich heute subversiv mit Sprache arbeiten will, muss beispielsweise mitdenken, dass die Identitären sehr viele Techniken der Kommunikationsguerilla übernommen haben und damit verbrannt haben. Hören wir aber jetzt ein Textbeispiel von Janina. Julius hat es extra für heute übersetzt. Es gibt zwei Bewegungen in der Geschichte der Kolonisierung: Invasion und Einwanderung. Auswanderung ist die Reaktion auf den Überfall einer Nation. Weil sie überfallen wurden, werden sie auswandern. Hier soll die Perspektive gedreht werden, von der Sicht der Siedler zur Sicht der Kolonisierten. Wer den Überfall organisiert, bereitet sich nicht auf den Gegenschlag vor. Auch der Kolonisierte bewegt sich mit dem Abenteuergeist des Eroberers vom Land der Besetzten in das Land seiner Besatzer, nicht um es mit Waffen zu rächen, sondern um Beute einzustreichen, um die neue Kultur mit der eigenen Kultur zu erobern. Jetzt ist er zwei, er spricht die Sprache des Überfallenden und die Sprache der Überfallenen. Seine Erfahrung ist zweisprachig. Es ist schwer, zwei zu sein, zwei, die sich lieben, denn diese Liebe matcht nicht, passt nicht zusammen. Sie hat längere Beine als ein Riese und einen sehr kurzen Hals. Eine Abscheulichkeit könnte sie sein, wie der Königlichen Akademie von Spanien zufolge Spanglish eine ist. Dabei ist das doch die Sprache des neuen Menschen. Die Renaissance hatte ihren Menschen, il cortesano. Das 20. Jahrhundert hatte seinen Menschen, den Businessman. Der neue Mensch ist ein Bote. Er ist eine Mischung aus Ethnien und Kulturen. Er hat chinesische Augen, Blau oder Haselnuss. Er hat Sommersprossen und einen Afro. Er spricht Spanglish mit russischem Akzent. Cold Turkey lässt mich kalt. Man wird mich nie zu Thanksgiving roasten, obwohl ich den Feiertag mag, weil es ein Feiertag ist, um Danke zu sagen. Ich mag Pilger, weil sie auf Pilgerreise sind und keine unerledigte Arbeit erledigen müssen. Hamlet und Sigismundo sind nur so weit Prinzen von Dänemark und Polen, wie ihre angeborenen Zungen reichen, Englisch und Spanisch, sodass, wenn ich sie lese, ich sie ins Exil hineinlese, in das Exil der Sprache ihres Heimatlands. Diese Distanz zur Heimat
lässt mich das Fremde mehr lieben. Sokrates will lieber in der Heimat sterben, als im Exil zu leben. Ich bevorzuge zu leben, ohne mich zu entspannen, in keinem Land, in keiner Sprache. Ich frage mich, warum ich dazu auserwählt wurde, aber wundere mich, warum die Auserwählten nie die mit der guten Vorbereitung sind und warum sie auserwählt sind, ohne je gefragt worden zu sein. Ich lese Dante auf Spanisch und ich lese Dante auf Englisch, aber ich habe nie Dante auf Italienisch gelesen. Anche parlo italiano e sono italiana. Ich bin französischer als Beckett, Picasso und Gertrude Stein. Ich höre die Stimmen von Baudelaire, Montaigne, Rabelais, Villon und Jeanne d'Arc. Sie alle wollen mich sich in meinen Hamlet, meinen Sigismundo einschreiben. Sie alle haben etwas mitzuteilen. Deshalb streiten Artaud und Rambaud in meinem Haus, bellen wie die Hunde, beleidigen einander. Das ist unterhaltsam, bis sie mich verwickeln, mir vorwerfen, ich sei ein schlechtes Medium für ihre Gedanken. Wenn ich nicht gut genug bin, dann raus aus meinem Haus. Aber sie lachen das Lachen der Medusa, weil ich ihnen antworte. Und das wollen sie ja, eine Antwort, ständige Aufmerksamkeit. Baudelaire ist entspannter, manchmal zu genusssüchtig. Immer kauft er komische Brillen und Bücher, ein Sammler von Spielzeug und Antiquitäten, ein echter Dekadenter. Und er schaut in den Spiegel, sucht nach meinem Gesicht, beäugt Haare und Kleidung, bereit alles von der Unterwäsche bis zu den äußeren Angelegenheiten zu kritisieren. Joyce denkt, er ist besser als sie alle und kann nur mit Dante verglichen werden. Aber Dante ist bereits im Paradies und will nicht mit ihm oder sonst jemandem reden, außer natürlich Beatrice. Besetz deine Besatzer, so lehren sie mich. Lern von den verdammten Hunden. Welche Hunde, frage ich. Die amerikanischen Hunde. Sie haben deine Besatzer besetzt, Spanien und England. Denn schau, wie fake sie aussehen, die Präriehunde, die vom Busch in die Ölfelder des Irak ziehen. Mit all diesen Schriftstellern im Haus komme ich kaum zum Schreiben, so oft unterbrechen sie mich. Wenn ich Joyce lausche, wirbelt Artaud in meine Gedanken, unterbricht den sonst so unaufhaltsamen Joyce. Und das macht Beckett froh, weil die so eine stürmische Ehe führten und sich aufregten, dass ich ein Mädchen und kein Junge bin. Sie hätten mich Dante nennen können, nicht Janina, um ihre Abstammung abzustecken. Die Kämpfe gehen also weiter und Joyce betrinkt sich und Rambaud will Sex und Artaud will raus aus dem Irrenhaus. Baudelaire liebt die Massen und die Kleider zu sehr. Und Artaud liebt die Selbstmordattentäter, zieht Rambaud an seinen fettigen Haaren, macht ihn nieder. Warum werdet ihr kein Paar? Weil sie ihre Körper hassten. Dann werdet doch Muslime, aber die hassten die Juden doch auch. Und in diesem Schreikampf war ich gefangen. Soy Boricua. Aber trotz meiner Familie und trotz meiner Herkunft erschreibe ich das puertoricanische Bewusstsein, schäle ich es aus seinem Kontext, als Einheimische und Fremde, drücke ich es auf Spanisch, Spanglisch und Englisch aus. Independencia, Estado Libre Asociado und Estadidad. Von der Position einer Nation, einer Kolonie, eines Staats. Vichy, Vichy-Vachy und Vachy, nicht als politische Partei, zersprengt und zahnlos, zur Tür hinaus komplimentiert. So, das war ein Auszug aus dem Kapitel Huhn mit abgetrenntem Kopf oder Chicken with the Head Cut Off aus dem 2011 erschienenen Text United States of Banana. Ich möchte noch einmal einen Satz wiederholen. Sokrates will lieber in der Heimat sterben, als im Exil zu leben. Ich bevorzuge zu leben, ohne mich zu entspannen, in keinem Land, in keiner Sprache. Das trifft genau darauf zu, was ich vorher umreißen wollte. Permanente Aktivität, Präsenz, Bewegung formen sich zu einer Haltung von eigenartiger Vitalität. Hier entsteht etwas anderes als schlafendes Eilverständnis mit Trumps Weave, wie er sein alogisches Driften nennt. Es ist keine Entspannung möglich, aber vielleicht auch nicht nötig, weil sich das Bewusstsein da schon gegen die Wörter stemmt, bis sie in die Interpretation kippen. Diese Anstrengung ist doch stärker als die Ordnung. Hier wird Subversion, die Neuverknüpfung zum Motor für ein bewegliches Ich-Konzept. Wir tanken und verbrennen anthropophages Super Plus, ein Zeichen dafür, dass Auseinandersetzung Bewegung bedeutet. Ich würde diesen Leseeindruck gerne mal vor Mansours Text halten. Auch die Figuren Mansours können nie locker lassen. Sie sind ständig in Bewegung und setzen sich ununterbrochen neu zusammen. Ich habe vor einem Jahr der wunderbaren Mara Genschel die Übersetzung gezeigt und sie hat gesagt, Wahnsinn, jeder Satz ein neues Projekt. Jeder Satz bezieht sich auf unterschiedlichste, sich spießende Ordnungen. Mansours Marie erscheint außerdem zuerst so rein als Masochistin, die sich quasi in ihr Schicksal ergibt. Aber dann hat sie, sobald der Mörder außer Haus ist, ziemlich witzigen Sex mit dem Papagei, mit dem auch ihr ebenso machtloser Großvater Bleistiftspitzen spielt.
Die Rolle des Papageis bei Makunaima stellt er sich am Ende als der Erzähler der ganzen Story heraus, dazu kommen wir noch. Wir haben auch das Kamel in Maries Traum, das trotz seiner jüdischen oder arabischen Herkunft mit den Haken, Kreuz, Schwinger, Propheten in der Wüste liebäugelt und dessen Rülpser daher nach Gulasch riechen. Die Szenen sind ziemlich witzig und frech. Mich interessiert diese Frechheit als Methode, die kein neues Dominanzsystem erzeugt. Der Begriff kommt aus Jane Eislers Buch »Die verkannten Grundlagen der Ökonomie«, sei hier empfohlen. Die Frechheit gibt mir das Gefühl, dass es abseits dieser Dominanzsysteme auch andere Ordnungen geben könnte. Und die Frage ist, ob diesem Gefühl auch Realität entgegengestellt werden kann. Aber dazu werden wir Mario de Andrade Makunaima und Edson Krenak hören. Und davor machen wir zuerst einmal Pause. Und wer, also Sie haben schon zwei Drittel geschafft, das ist, jetzt geht es quasi abwärts. Ja, und wer mag, kann sich dann auch gleich bei der automatischen Priesterin des IPA und ihrem Ministranten, der jetzt gerade noch als Fotograf fungiert, aber gleich die Rolle wechseln wird, eine kannibalische Hostie abholen. Es gibt heute Sonderkonditionen. Guten Appetit. Sorry. Zwei ganz kurze Anmerkungen zum folgenden Teil und danach. Zum einen, also wir werden jetzt Passagen auch von Makunaima lesen, von Mario de Andrade. Darin sind einige Eigennamen, die Andrade zur Übersetzung hat sperren lassen. Also gewisse Begriffe, die sich aus diesen verschiedenen Sprachbeziehungen ergeben, wo hat er zur Übersetzung sperren lassen, sodass dabei so ein besonderer Effekt entsteht. Deshalb nicht wundern, wenn jetzt einige Begriffe nicht... Man kann das vielleicht so erklären, es wird jetzt total peinlich, weil wir müssen Begriffe aussprechen, die eben nicht übersetzt werden dürfen. Das, ist vielleicht ein bisschen mehr auf den Punkt gebracht. Und das andere ist, da liegen einige Texte noch, inklusive auch einer Bibliografie, weil wir doch einige andere Texte noch anzitiert haben, beziehungsweise hier als Referenz eingeworfen haben. Falls jemand Interesse hat, irgendwo nachzulesen, kann er sie das gerne tun. Eines Tages bedeckte die Sonne die drei Brüder mit einer Schuppenschicht aus Schweiß und Makunaima kam der Gedanke, ein Bad zu nehmen. Doch ein Flussbad war unmöglich wegen der Piranhas, die so heißhungrig waren, dass sie im Kampf um den Fetzen einer zerfleischten Schwester dann und wann in Bündeln aus dem Wasser schossen. Nun erblickte Makunaima auf einem Felsen mitten im Fluss eine wassergefüllte Mulde. Die Mulde glich dem Abdruck eines Riesenfußes. Sie legten an. Nach viel Geschrei wegen des kalten Wassers tauchte der Held in diese Mulde und wusch sich von Kopf bis Fuß. Aber das Wasser war verzaubert, denn jenes Loch in dem Felsen war die Spur vom Sumes Riesenfuß aus der Zeit, da er der brasilianischen Indierbevölkerung das Evangelium Jesu gepredigt hatte. Als der Held aus dem Bad stieg, war er weiß, blond und blauäugig. Das Wasser hatte seine Schwärze weggewaschen. Und niemand wäre mehr imstande gewesen, ihn als Sohn aus dem braun-schwarzen Stamm der Tapanyumas auszuweisen. Kaum hatte Shige das Wunder bemerkt, warf er sich in Sumes Fußabdruck. Doch das Wasser war bereits schmutzig von der Schwärze des Helden und Shige mochte noch so verrückt scheuern und sich überall mit Wasser bespritzen, er erreichte nicht mehr als die Tonfarbe neuer Bronze. Makunaima fühlte Mitleid und tröstete ihn. Schau, Bruder Shige, weiß bist du nicht geworden, aber die Schwärze ist weg. Doch lieber näseln, als keine Nase haben. Nun ging Manape sich waschen, aber Shige hatte alles Zauberwasser aus der Mulde geschöpft. Nur auf dem Grund waren noch ein paar Tropfen übrig, so dass Manape sich nur die Fuß- und Handflächen befeuchten konnte. Darum blieb er schwarz und ein echter Sohn aus dem Stamme der Tapanyumas. Allerdings sind seine Hände und Füße rot geworden, weil er sie im heiligen Wasser gereinigt hat. Makunaima fühlte Mitleid und tröstet ihn. Quäl dich nicht, Bruder Manape, quäl dich nur nicht. Mehr hat unser Onkel Judas gelitten.
Wunderschön auf dem besonnten Felsen waren die drei Brüder, einer blond, einer rot, der dritte schwarz, stehend gereckt und nackt. Alle Tiere des Buschwalds spähten verwundert. Der Mohrenkaimann, der Brillenkaimann, der Glattstirnkaimann, der gelbkehlige Breitschnauzkaimann, all diese Schakarees streckten ihre Kieselaugen aus dem Wasser. Auf den Ästen der Ingaseres, der Aningas, der Kapokbäume, der Embaubas, der Kapernsträuche, des Flussufers, der Nagelaffe, der Riechaffe, der Guariba, der Bugio, der Cuata, der Dickbauch oder Cujito oder Kairara, all die 40 Affen Brasiliens, alle spähten geifernd vor Neid. Und die Drosseln, die grüne Drossel, die Felddrossel, die Schwarzdrossel, die Rotdrossel oder die weißbändige Drossel, die, wenn sie frisst, mir nichts gibt, die Abhangdrossel, die Viehtreiberdrossel, die Orangenbaumdrossel, die gute Drossel, alle diese Drosseln waren bass erstaunt und vergaßen, ihr Getriller zu beenden und schwatzten, schwatzten mit beredtem Schnabel. Macunaima wurde es heiß vor Hass. Er stemmte die Hände in die Hüften und schrie in die Natur hinein. So was habt ihr nie gesehen, was? Nun stoben all die Naturwesen auseinander und zurück in ihr altes Leben. Und die drei Brüder machten sich abermals auf den Weg. Doch als sie das Gebiet des Flusslaufs Tietj erreichten, wo Café Bourbon in Mode und die überlieferte Münzeinheit nicht mehr Kakao war, sondern stattdessen Zaster hieß, Kontos, Kontekus, Mireis, Trambanschein, 50 Kröten, 90 Lappen und Pulver, Kies, Rosinen, Schiefer, Zimt, Nickel, Zechinen, Kupfer, Pillen, Klamotten, Streusern, Torf und Zwirn, so etwa, wo kein Mensch ein Strumpfband für 20.000 Kakaobohnen kaufen konnte, da wurde Macunaima zornig, schuften zu müssen, er ein Held. Untröstlich murmelte er, ach, diese Faulheit. Und er beschloss, das Unternehmen aufzugeben und in die Dorfschaften zurückzukehren, deren Kaiser er war. Doch Manape sprach also, sei keine Miesmuschel, Bruder, wenn ein Krebs stirbt, trägt der Sumpf keine Trauer. Was Teufel, lass nicht den Kopf hängen, ich nehme die Sache in die Hand. Als sie nach Sao Paulo gelangten, sackte ein Teilchen des Schatzes ein, um zu essen zu haben, und handelte mit dem Rest an der Börse an die 80 Contos de Reis ein. Manape war ein Zaubermeister. 80 Contos war nicht viel, aber der Held dachte gut nach und sprach zu den Brüdern, Geduld, mit dem kommen wir zurecht. Wer ein tadelloses Pferd will, der gehe zu Fuß. Von diesen Klamotten lebte Macunaima. Das war ein Auszug in der Übersetzung von Kurt Meyer-Claesson. Wir werden mit Verzauberung, dem Riesen Sumé, einer indigenen Legendengestalt und im Nebensatz mit dem Konflikt zwischen Kolonisierenden und Kolonisierten konfrontiert. Der Konflikt wird auf eine neue Ebene gehoben, wo alles als Material herumfliegt. Auf semantischer Ebene erklären sich uns einige Begriffe, andere wiederum nicht. Auf den Ästen der Ingaseras, der Aningas, der Kapokbäume, der Embaubas, der Kapernsträuche des Flussufers, der Nagelaffe, der Riechaffe, der Guariba, der Bucho, der Cuata, der Dickbauch oder Cushitu, der Kairara, all die 40 Affen Brasiliens, alle späten geifernd von Neid. Keine Ordnungen ohne Eindeutigkeiten, keine Subversion ohne die Ordnung mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. In dem Fall ist die Waffe eine Liste, die wie ein europäischer Guckkasten mit exotischer Szenerie funktioniert, was hier bloß für das Sprachmaterial gilt. Über die Waffe haben wir Janina vor der Pause gehört. Gegen ein System von fremden kolonialen Eindeutigkeiten helfen im System der Kolonisatoren unbrauchbare Wörter. Der Gebrauch, die Verschränkung beider Systeme, wird zum subversiven Akt. Und dem Vorwurf der Ungebildetheit wird eine Menge Wissen entgegengeschleudert. Eben nicht Affe, sondern viele verschiedene Affen, 40 Stück. Das ist schon eine gewitzte Rache. Die indigene Wissenschaft schlägt die lateinische Nomenklatur Edge. Maya de Andrade hat eben, wie gesagt, auch festgelegt, dass die Bezeichnungen nicht übersetzt werden dürfen. Da wird uns das Nichtwissen schmerzhaft bewusst. Gleichzeitig wirkt das Aufzählen als rhythmisierendes und ziemlich überwältigendes Stilmittel, das in indigenen Erzählungen oft gebraucht wird. Meistens funktionieren die Listen in Macunaima jedoch ein bisschen wie die Einträge der chinesischen Enzyklopädie bei Borges.
Es werden ungewohnte, witzige Einteilungen getroffen. Das könnte jetzt aussehen wie ein Unvermögen, die richtigen Dinge in den richtigen Sack zu stecken, vermittelt aber eher die Bedingtheit dieser Richtigkeit und die Freiheit, sich darüber hinwegzusetzen. Das bewirkt einerseits, dass der Text ziemlich viele Pointen bietet, andererseits beginnt man sich zu fragen, was von den vorgefertigten Ordnungen eigentlich zu halten ist. Das löst ein ziemlich ansteckendes Gefühl des Verändernkönnens aus, die humorvolle Freiheit, die Frechheit. Wie kommt es dazu, dass in Makunaima Sumé der weiße Riese der Tupie derjenige ist, der den Katholizismus bringt? Es gibt mit den Missionaren die Schnittmenge der weißen Haut. In der Legende streiten sich die Söhne Sumés wegen ihrer unterschiedlichen Hautfarben. Jetzt werden sie zur Zukunft Brasiliens. Da ist Witz und Aneignung und Emanzipation bei einem gleichzeitig liebevollen Blick auf den Menschen, der sich mit seinem Bricolage, mit seinem Bastelwissen unter den herrschenden fremdbleibenden Bedingungen durchzuwursteln versucht. Der Mörder bei Mansour wiederum ist stolz darauf, alten Damen ihren Schmuck abzuluxen und sie zu ermorden. Er treibt die Groteske des Stolzes auf die Arbeit, auf die Spitze, indem er sagt, ich bin, ich weiß, nur ein blutrünstiger Hanswurst, aber ich bringe die meinen durch. Anforderungen werden schief erfüllt und machen so grundsätzliche Tragiken deutlich. Dazu noch einmal ein bisschen Makunaima. Und eines kalten Nachteinbruchs machten die Brüder Bekanntschaft mit der Sippenhausstadt São Paulo, die sich längs des Flusses Tietê ausbreitete. Zunächst erhob sich das Gekreisch der kaiserlichen Papageien, die sich vom Helden verabschiedeten. Und schon flog die bunt gescheckte Bande in die Buschwälder des Nordens zurück. Die Brüder betraten eine Savanne voll mit Minachas, Uricuris, Ubusus, Macabas, Mucachas, Miritis, Tucumas, die in ihren Blumenscheiden einen Helmbusch Rauch statt Palmen und Kokosfrüchte trugen. Alle Sterne waren vom Himmel herabgestiegen, weiß vom feuchten Staubregen und bummelten durch die Stadt. Makunaima fiel es wieder ein, dass er sie suchen wollte. Ah, die konnte er nie vergessen. Nein, denn die Zauberhängematte, die sie für ihre Spiele gewirkt hatte, war aus ihren eigenen Haaren gewebt, und das macht die Weberin unvergesslich. Makunaima forschte und forschte, aber die Straßen und Plätze wimmelten von so weißen, so milchigen Mädchen, so... Makunaima seufzte. Er streifte die Mädchen und murmelte sanft, »Mani, Mani, Töchterchen der Maniokwurzel«, ganz verwirrt von so viel Lust und so viel Schönheit. Schließlich wählte er drei, spielte mit ihnen in der auf dem Fußboden liegenden Hängematten in einem Sippenhaus, höher als die Kette der Parananguara. Dann, da die Hängematte hart war, schlief er quer über den Mädchenkörpern ein, und die Nacht kostete ihn 400.000 Milreis-Lappen. Des Helden gescheiter Kopf war reichlich verwirrt. Er erwachte vom Geschrei der Tiere unten auf der Straße, auf den Straßen, die zwischen den furchterregenden Sippenhäusern hin und her schossen. Der Teufel von Seidenaffe, der ihn auf den Gipfel des turmhohen Tapiri geschleppt hatte, wo er geschlafen hatte, was für eine Welt von Tieren! Was für ein wirrer Haufen von Schreckgespenstern, die röchelten von Dämonen, Kobolden, Wassergeistern und Irrlichtstieren in den Schneisen, in den Untergeschossen, den von Grotten durchbohrten Hügelsträngen, aus denen ein Volkshaufen drang, weiß, weißer als weiß, sicherlich die Nachkommenschaft der Maniokwurzel. Des Helden gescheiter Kopf war reichlich verwirrt. Die lachenden Dirnen hatten ihm beigebracht, dass der große Seidenaffe kein Seidenaffe war, sondern Aufzug hieß und eine Maschine war. Frühmorgens lehrten sie ihn, dass all das Gejohle, Gebell, Röhren, Blasen, Röcheln, Brüllen nichts dergleichen war, sondern Klaxons, Glocken, Pfiffe, Hupen und dass alles Maschine war. Die braunen Leoparden waren keine braunen Leoparden, sondern hießen Ford, Hupmobil, Chevrolet, Dodge, Marmont und waren Maschinen. Die Ameisenbären, die Irrlichtstiere, die rauchblühenden Kokospalmen waren stattdessen Lastwagen, Straßenbahnen, Autobusse, Lichtreklamen, Uhren, Scheinwerfer, Radios, Motorräder, Telefone, Presshämmer, Lichtmasten, Schornsteine. Sie waren Maschinen und alles in der Stadt war nichts als Maschine. Der Held lernte stumm. Dann und wann zuckte er zusammen, stand wieder regungslos, von Verwunderung benommen und beobachtete, dachte nach.
Neidvolle Hochachtung vor dieser wahrhaft allmächtigen Göttin packte ihn. Die Söhne der Maniokwurzel nannten Tupamaschine, bezaubernder als die Wassermutter mit ihrem erstaunlichen Radau. Da beschloss er, mit der Maschine zu spielen, um auch Kaiser der Kinder der Maniokwurzel zu sein. Aber die drei Dirnen lachten hell heraus und sagten, das mit den Göttern sei eine fette, uralte Lüge, es gäbe keinen Gott, nein. Und keiner spiele mit der Maschine, denn die töte. Die Maschine war kein Gott, nein, sie besaß auch keine weiblichen Merkmale, die dem Helden so gut gefielen. Sie war von Menschen gemacht. Sie bewegte sich durch Elektrizität, durch Feuer, durch Wasser, durch Wind, durch Rauch, indem die Menschen die Kräfte der Natur nutzten. Aber hat's der Keim geglaubt? Der Held auch nicht. Er stand im Bett auf und mit einer Gebärde voll hochfahrender Verachtung, so, seht, mit dem linken Unterarm in den angewinkelten rechten schlagend, schüttelte er das rechte Handgelenk energisch den die drei Dirnen entgegen und zog ab. In diesem Augenblick, so heißt es, erfand er die weltbekannte Beleidigungsgeste, die Banane, und er mietete sich mit den Brüdern in einer Pension ein. Von seiner ersten Paulistaner Liebesnacht hatte er den Mund voller Blasen. Er stöhnte vor Schmerzen, doch gab es kein Heilmittel, bis Manape einen Tabernakelschlüssel stahl und ihm zum Lutschen gab. Der Held lutschte und lutschte und war bald geheilt. Manape war ein Zauberer. Nun verbrachte Makunaima eine Woche ohne zu essen, zu spielen und maschinierte nur mit der Maschine in den sieglosen Kämpfen der Kinder der Maniokwurzel. Die Maschine tötete die Menschen, aber die Menschen befahlen der Maschine. Voller Verblüffung stellte er fest, die Söhne der Maniokwurzel waren die Herren ohne Geheimnis und ohne Kraft. Unseligkeiten allein zu erklären, fühlte er Wehmut. Bis Makunaima eines Abends mit seinen Brüdern auf der Terrasse eines Wolkenkratzers schwebend zu dem Schluss kam. Weder gewinnen die Söhne der Maniokwurzel gegen die Maschine, noch gewinnt diese gegen jene in diesem Kampf. Daher unentschieden. Hier endeten seine Schlussfolgerungen, denn er war noch nicht ans Reden gewöhnt, aber er fühlte, zunächst noch ziemlich wirr, voraus, dass die Maschine ein Gott sein musste, deren wahrhaften Herren die Menschen nur deshalb noch nicht waren, weil sie aus ihr noch keine erklärliche Jara, sondern nur eine Wirklichkeit der Welt gemacht hatten. Aus all dem Gedankengewirr zog er deutlich eine Erleuchtung. Die Menschen waren Maschinen und die Maschinen waren Menschen. Makunaima lachte schallend heraus. Er merkte, dass er von neuem frei war und das befriedigte ihn ungemein. Er verwandelte Jige in eine Telefonmaschine, rief Kabarets an und bestellte Langusten und Französinnen. Herr Makunaima wechselt hier von dem ihm bekannten System der Tiere und Pflanzen zu dem der Maschinen. Und dann kommt es zu wilden Kontaminationen. Zuerst sieht er den Lift als Seidenaffen, dann verwandelt er seinen Bruder in eine Telefonmaschine. Die Frage der richtigen Ordnung wird virulent. Aber auch in Bezug auf Geschichtsschreibung interferieren die Systeme. Besonders schön finde ich, es gibt da plötzlich so etwas wie eine Etymologie der Geste. Man fragt sich, wegen dieser Geste der Banane, warum ist eine solche im Westen kein gängiges Wissen? Nun, es liegt daran, dass wir Wissen nicht mündlich weitergeben und das erzeugt Defizite. Dass der weiße Mensch, die Nachkommen der Maniokwurzel, die Maschine nicht unter Kontrolle haben, führt Makunaima auf einen einfachen Umstand zurück. Die Weißen waren bisher noch nicht so klug, eine Legende zu entwickeln, welche die Maschine zu bannen vermag. Und dann gibt es noch zwei Züge des Helden ohne jeden Charakter, die auch das System des Heldenromans kontaminieren. Das sind einerseits seine Faulheit, die wieder mit viel Witz daherkommt. Andererseits haben wir bei ihm das dionysische Element, seine Lüsternheit. Sie ist wie die Faulheit eine typische Zuschreibung von Weißen an indigene Menschen und People of Color. Wir haben heute Edson Krenak, der übrigens auch Deandrat heißt. Irgendwas stimmt da nicht. Zu Gast. Wir möchten ihn gern zu diesen Konstanten in Makunaima befragen. Und weil wir in einem Gespräch, das wir im Vorfeld geführt haben, leider kein Ende mehr gefunden haben, werde ich uns die Uhr stellen. Edson, you don't mind? This will also I set the clock because without that we talk till tomorrow. Okay. Yeah. Without further ado, Edson, please join us
here on this stage. Hi, Johan. Hi. Thank you. We thought of organizing this talk a bit similarly as we did the Zoom by me saying that Lisa has already told me about you, but I don't know exactly what you do, and maybe we can repeat this little scenario with the audience, who also maybe knows now what Lisa told them, but in your own words, okay, what you do and who you are. Okay, first of all, thank you for having me here, for the invitation, a kind invitation, and interesting to be talking about and listening about literature, in not only about, most of the time is taken, is about human rights, indigenous rights. Well, my name is Edson Krenak. I'm from Krenak people in Brazil. We have several writers in our people alive. Actually, is the first indigenous peoples that from Brazil that lived, well, in Austria, actually, 200 years ago. Two of my ancestors lived here. Mm-hmm. Unfortunately, they didn't live in the palace, but in the gardens, in the, you know the story. I don't need to tell that story, but anyway, after 200 years, we are back, right? And I'm here finally finishing my PhD, but I also, in parallel, I work with indigenous activism, literature and activism, justice in activism, because from indigenous people's point of view, it's very hard to distinguish or to separate, to split areas of life, our life. For example, when we defend our land, we are defending not only our right or our access to housing, water, food, but also to defending the references of our art, our culture, our literature, our livelihoods. And if you visit, for example, the Wapishana people in the region where Macunaíma was born, when you ask them to tell stories, they, in their land, in their villages, they will walk through the land and tell this place that has this story. Then you tell stories. They will tell you stories about them, about their past, about the people, how they live. Then most of my work nowadays in international platforms like UN, OECD, etc., is to fight along indigenous people's rights to have those places that are more than just landscapes, but has a deep importance, relevance for them. Yes, I think this is a little bit in a short story, what I do. Maybe we could go a bit deeper into one aspect that you have told about us, because you also work about the connection between narration, or if you will, storytelling and judiciary processes. Mm-hmm. And in regards to traditional forms of jurisdiction in indigenous contexts, but also in the formalized processes of a principled like nation state or state. Could you tell us a bit about how do you connect the two terms in your work? Yeah, the title of my dissertation is Legal Imagination of Indigenous Peoples, because actually the legal aspect or the judiciary processes in among indigenous peoples is the core of the one principle that we have. Is called relationality. It's
how we relate, how we build our relationship with the world, with animals, forests, etc., has kind of a legality in the core. The process of the idea of justice, right and wrong, about retribution, reciprocity, all the accountability, all these ideas that are the foundations of the justice imagination or thought, they are there as a reminder. Is if I can, I will use the one story from Makunaima is how Wapishana people call Makunaima, and there is another people that in the region that call him Makunaima. Then sometimes gets a little bit complex the pronunciation. That's why I told you sometimes the words are not. Yeah, Makunaima is okay. Makunaima is fine, and there is a this story of. How Makunaima kills animal was pregnant. Mm-hmm. And then he discovers that this animal actually was his mother, and the scene is fantastic. It's kind of is every line is breaking your expectative in something that we create this gloomy, but at the same time humorous and. Even funny way to tell this to share this staggering terrible story, right, of how you go hunting. He's breaking a law. He's according to the indigenous people, he's breaking a law. He knows that he cannot kill a pregnant animal, but he goes because he's in love with a lady. He then all the time in love with ladies, you know, but he's he wanted to impress her. Then when he goes out with, also impress his brother, goes after this animal, and then he kills this animal, he's breaking a law. But then he realized, then the reason, when after he killing this animal, he realized he's with his mother, and his brother comes, they start crying, they don't accuse him, they don't punish him, that because the indigenous justice is not punitive or there's no punishment or oppression in the sense, but there is this accountability, this learning process in there. And it is funny because the text, the narrative goes on saying that he and his brothers went to the night after burying the mother to drink and to eat. Mm-hmm. And then one of his brother helped by the shaman that transformed the mother in an animal goes to build the graveyard for her, and the epitaph, they tell the story. As the traditions of our people, we mourned her with fasting. He didn't fast, it was a lie, right? And then, but this, I think the core of this story is this aspect of judiciary, how every single step he takes, he is breaking laws, he's playing with the laws, what is possible, what is not possible. But the more he plays with that, more he loses his own identity. When he comes back, or he at the end of the story, when the idea of the hero without character is to not being able to accomplish a project, the life project that is correct or incorrect, or fight for justice, these ideas of we have nowadays about a hero or a hero that can really surpass their limits and accomplish something, he cannot, because he broke so many laws. And then the lesson in an indigenous perspective is because he didn't respect these laws. And then And he's too lazy, not? He is lazy to do that, but I don't think his laziness
is related to those laws, but his laziness is related to the road that is always posted before him, especially the road of the enemies, the adversary, the his opponents, the giants, etc. I think it is his laziness. He's refusing to accept a father in this world, a figure father. And so he doesn't accept the role of a hero. He's too lazy for the role of a hero. Yeah, that's what I like. Yes. In this sense, yes, he's lazy because he enjoys the discomfort of not conforming with this idea of being a hero or being what even his people wanted him to be. And this is the flaw, the internal flaw of this hero. He failed his own, not only his own trajectory, but also in an indigenous way. But then this, I think it would be important to give a context because indigenous writers and thinkers, we criticize this narrative because of the context. The context in Brazil was until 1920s, many Brazilians and Mário de Andrade, all the artists, they also had this idea that indigenous people were like disappearing. They were in a kind of transitioning phase of from primitive to civilized. They are just being merged, being being cannibalized by the new predominant culture. This was the idea of São Paulo and Rio de Janeiro and Minas Gerais artists. This scene, they saw indigenous people, these people will disappear and they will become what we already are, Brazilians. But in an indigenous key interpretation for this novel is actually we are Macunaíma because the indigenous peoples in the north still nowadays call ourselves as the grandchildren of Macunaíma. We are Macunaíma because we are too lazy to become Brazilians. That's what's wonderful. Exactly. And this is key for to understand that. Not to be the hero is the solution. Exactly. Yeah. Is we are not disappearing. Laziness is laziness is so only makes sense not in our societies. Only in a society who where the work was invented. You told us about what is bathing. Playing. Playing, bathing, eating. Yeah, eating and work for nature. Work doesn't exist, right? And interesting. I don't know. The spilling can be translated to making love as well. Yeah. Sex. Liebesspiel. Because I heard the translation, because when he wanted to play with a machine, he wants to make sex with that, right? With it. Yeah, the refusal to work with the machine, this scenario is perfect, because the refusal is because there's no possibility, unless the story tells, to make love with the machine. Why I need laziness? Because the world of the work doesn't fit or doesn't, it's unsuitable for making love or having sex or have pleasure, right? Yeah. That's perfect for the text we will present next. Perhaps we can talk a little bit more afterwards. Yeah, sure. By eating and being lazy. Having fun. Having fun. Yeah. Not bathing, but... Not yet. Not yet. Thanks a lot, Edson. Das waren sehr schnelle 15 Minuten. Aber lass uns noch ein bisschen bei der Faulheit bleiben, vielleicht auch ein bisschen
nochmal die Faulheit im Text. Warum tritt Makunaimas Faulheit gegen den äußeren Zwang zu handeln wie ein scheues Pferd? Und ist es vielleicht ein bisschen lazy, diese Faulheit immer im Text durch dieselbe Phrase, durch dieses Apregissa, wie so wie ein Gähnen vielleicht auftreten zu lassen? Apregissa, ach, diese Faulheit, ist so eine Art Refrain, der am Text als Bremse wirkt, sozusagen immer, wenn irgendeine Heldentat fällig wäre, damit der Held sich seinen Titel auch verdient, ist er leider zu faul. Er will eigentlich von dem Heldentum nur das Prestige und die Annehmlichkeiten, vor allem die Frauen, nicht aber die Mühe. Das verändert den Heldenroman ziemlich. Mir geht es da bei ihm ähnlich ein bisschen wie Paul Lafargue. Während alle Welt die Arbeitsamkeit als Tugend lobt, kommt plötzlich einer und lobt das Recht auf Faulheit. Wunderbar. Da haben wir die Drainage, die ich anfangs gemeint habe. Auch Hannah Arendt führt die Arbeitsverweigerung als Mittel des Widerstands gegen totalitäre Systeme an. Interessant finde ich außerdem in Bezug auf Lafargue, dass der Autor des Rechts auf Faulheit, dass er aus Kuba stammte und haitianische Wurzeln hatte. Er war der Schwiegersohn von Karl Marx und wurde von diesem oft mit rassistischen Bezeichnungen bedacht. Lenin war so unglaublich dezent, von ihm zu sagen, dass er dem Gorilla etwas näher stünde als weiße Menschen. Vielleicht hat auch Lafargue der Vorwurf der Faulheit getroffen, der People of Color so oft gemacht wird. Janina spricht davon im Putinoika. Es scheint ein Vorwurf zu sein, der wirklich alle trifft. Und vielleicht hat Lafargue diesen Vorwurf in die wünschenswerte Strategie verkehrt, wie die Andrats den des Kannibalismus. Es beißen sich hier auf jeden Fall verschiedene Punkte, die eigentlich zu einer eben auch Begriffsklärung führen müssten, was Arbeit, was Faulheit eigentlich überhaupt ist. Und es gibt ja auch Möglichkeiten, diesen Arbeitsbegriff von oder diesen sehr westlich geprägten Arbeitsbegriff von seiner Prägung abzugrenzen, die auf direkte Vermehrung von Kapital zielt, ob jetzt finanziell, kulturell oder symbolisch, wenn man zum Beispiel auch schaut, jetzt wieder mit einem Blick auf den Surrealismus und den Arbeitsbegriff, den die SurrealistInnen vom französischen Sozialutopisten Charles Fourier entnommen haben, ein Arbeitsbegriff, der auf Leidenschaft abzielt, also der Leidenschaft als Triebfeder, aber auch als Ziel begreift, um überhaupt zu arbeiten. Das macht natürlich Arbeit zu etwas grundsätzlich anderem und rückt dementsprechend auch Faulheit in einen anderen Bedeutungsbezirk vielleicht. Also es ist wieder hier auch so ein Fall, dass durch diese Kontamination oder durch diese neue Prägung des Begriffs eigentlich diese Präsenz wieder und die Bewegung durch Auseinandersetzung ins Bild kommen, was mir persönlich sehr gefällt, auch weil daran natürlich der Konsum zerbricht, der ja eigentlich etwas Beruhigendes und sehr passiv Machendes besitzt. Ja, und an dieser Stelle könnte man nochmal zu dem leidenschaftlichen Rhythmus von Janina Braski kommen. Das ist eine gute Stelle. Wir hören jetzt Janina Braski herself. Sie hat für uns Videos aufgenommen. Und zwar liest sie aus ihrem neuen Buch Putinoika. Putinoika, das ist eine Perversion von Perestroika. As time has said, once and again, things happen in time, and the repetition of this lie has been perpetuated by the storytellers of fiction. But things don't always happen in time, and when they have a method, the method is broken, and there's a space where the things broken that find no method find a structure, not of analysis nor of theory. No theory is allowed, because they are all destroyed by the method they use in their analysis. What is needed is to start creating in the void where nothing works. What is needed is to find that void that the analysis tries to fill with theories so that we don't find the gap,
but it is necessary to be acquainted with that void and to not fear that space where nothing works the way it used to, because that is the place where possibilities takes place. To make the chief, you must inhabit the void and confront the terror that happens in that void where nothing works, where music starts, where pleasure invites the muses to come along to inspire the void to shift its course to the space where new chiefs can be attained. We don't need storytellers, we need soothsayers. I never said I'm a storyteller. I said I'm a soothsayer. I say the sooth. When you say this doesn't work, at that moment, you start shedding the works of others and start working for yourself. If you go on working in the void, there where nothing works starts the chief that moves this work forward. Imagination starts where nothing works. Where people say nothing works, this is a disaster. I say, I'll take it from here. I'll make a work of art that doesn't work but creates beauty. Listen, I used to worry when people thought I don't work, I'm lazy. I used to apply work to my method of understanding and it never worked. When I applied a method to my madness, nothing works, because a method is part of a plan to exterminate creativity, to cut everything with the same scissors, to make me inclusive, not exclusive. I'm exclusive. I'm creating a work that doesn't work. It should not even be called a work. Work is the problem. Ja, Artaud's Ablehnung der Systeme sieht durch, Ablehnung jeder Methode und all dessen, was funktioniert oder wirkt. Das Sprachspiel ist im Englischen schöner. Die Janina hat im Interview mit uns auch davon gesprochen, dass das surrealistische Freisetzen des Unbewussten heute keinen Sinn mehr macht, weil Politiker wie Trump ihrerseits als laut plärrende Unbewusste herumrennen. Vielleicht entsteht die Lust der Wählenden am Irrationalen ja tatsächlich aus dem Funktionieren müssen. Janina setzt Trumps Wahnsinn den Text entgegen, which doesn't work. Die Frage aber, ob der Text als subversiver funktioniert, ist auch schon wieder Teil des Problems. Der subversive Text soll, wenn er denn ein solcher sein soll, eben nicht funktionieren. Funktionieren würde bedeuten more of the same. Bevor wir gleich zum Abschluss kommen, noch eins zum Funktionieren, also ein bisschen ist noch. Texte, die nicht linear funktionieren, verlangen eine Aktivität, die zwischen Interfaces und in ständiger Reaktion auf die Welt verschwindet. Die Lesbarkeit verschwindet hinter funktionellen Eindeutigkeiten, die man gebraucht oder auch nicht, wie man dazu angehalten wird. Die Lust, Sprache aus der funktionellen Eindeutigkeit zu lösen, ihre Kontingenz zu erfahren, sprechen die Texte alle an und offenbaren darin ihre Verwandtschaft zum Surrealismus. Dieser Aspekt hat für mich die Kraft, hat auch heute noch die Kraft, sich der Vereinnahmung für verkitschte, surreale Bilder zu entziehen, was, glaube ich, ja, eine sehr zeitlose Angelegenheit ist. Aber ich will das gar nicht, das die Funktionalität gar nicht zu sehr bashen oder auch Interfaces bejammern. Deshalb überspringe ich hier ein bisschen und steige über den Kulturpessimismus hinweg. Sage vielleicht noch, aber dass funktionelle Eindeutigkeit an sich vielleicht schon eher eine etwas obszöne Angelegenheit ist. Oder es gibt kein Recht auf funktionelle Eindeutigkeit, sagen wir so. Und ich werfe hier ein, einfach nur vieldeutig zu sein, erscheint mir ebenso obszön. Beliebigkeit und Klöppelstickerei sind da oft nicht fern. Also wir haben ziemlich viel diskutiert. Ja, oder aber eben die immer viel und gleichzeitig nichtssagende Sprache der Populisten, eine Art Populistenporno. Es geht aber eben darum, nicht wie Trump alles nur vieldeutig und bedeutungslos werden zu lassen, sondern, was sagst du dazu? Die willkommenen Kontaminationen versuchen Schleifen ihrer Gegenwart zu subvertieren, Muster herauszufordern, neue zu knüpfen, die Wirklichkeit in neue Bahnen zu lenken.
Makunaimas Faulheit und das versagte Heldentum sind für mich dabei ein essentielles Moment. Makunaima verhindert mit dem gegebenen A, Pregissa, ein Narrativ, das darauf baut, dass der Held antwortet und den Auftrag annimmt. Ich lese das gerne nicht nur als Antwort auf eine Situation, sondern als Desertion vor dem Heldentum an sich. Beide, Held und Deserteur, sind ethische Haltungen, die sich durch gewisse Handlungsprofile auszeichnen. Sie finden sich im kürzlich in englische Übersetzung erschienenen und, versprochen, letzten anderen Buch dieses Abends, Quit Everything, vom italienischen Philosophen und Medientheoretiker Franco Bifo Berardi. Berardi interpretiert Depression als Form der Desertion vor der weitläufigen Überforderung in unserer Gesellschaft. Er sieht, wie die Explosion der Kommunikationsleistung und die resultierende Produktivität der Desertion als Waffe gegen die Verhältnisse die Tür öffnen. Ich greife das auf, um Deserteur und Held kurz zu schließen oder wie Joyce Mansour sie sprengen und neu zusammenzusetzen. Kann ich den Deserteur mit diesem Stigmata des Versagens als Helden durch Mansours Traumlandschaften stolpern sehen? Kann ich dort Dinge von ihm lernen, die mir in unserer Wirklichkeit verschlossen bleiben? Ist Makunaimas Gähnen ein falsch verstandenes Triumphgeheul? Spricht er durch mich wie Artaud und Rimbaud durch Janina Braschi? Die Figur des Deserteurs im Narrativ des Helden, der Held im Narrativ des Deserteurs. Die Rollen werden fragmentiert, durch eine Spannung zusammengesetzt, die alle drei Texte auszeichnet. Sie führen Lesenden einer hypermedialisierten Gegenwart vor, wie bei ihrer Unterwanderung Raum für ungeahnte Aktivität entsteht. Ich würde sagen, Bacchus hochzuhalten, vom Leben ordentliche, schmackhafte Bissen abzubeißen, das bringt die drei Autorinnen zusammen und wird bei Janina auch noch theoretisch gefasst. Das bedeutet aber auch, zu überlegen, wie die Kommunikation mit den Lesenden gelingen kann. Ohne sie ist die Subversion am Ende keine. Es geht ums gemeinsame Bacchanal, den Ton, der die Musik macht, um den menschlichen Körper unter den gegebenen Umständen. Das heißt bei Mansour unter anderem, den beinahe schon vom antisemitischen Mob ermordeten Hiob zu beobachten, wie er in einer letzten Aufwallung von Lust und Selbstliebe eine Fliege auf seinem erigierten Penis befestigt. Das sind Momente, die eine brüchige Menschenwürde als rares Gut feiern und die Identifikation mit der Machtlosigkeit herausfordern. Lustvoll ist Makunaima, der ziellos durch die Abenteuer schlittert und alle Ordnungen unterläuft. In diesem Sinn gilt es vielleicht am Ende auch, vergängliche Momente in Texte aufzunehmen. Janina Braschi nimmt auf aktuellstes Bezug, lässt PolitikerInnen auftreten, die ein paar Jahren vielleicht niemand mehr kennt. Vielleicht kennen manche diesen Satz von Stendhal, dass Politik in einem Text wirkt wie ein Pistolenschuss in einem Konzert. Laut, aber wirkungslos. Das ist eben die Frage, ob man mit solchen vergänglichen Konzepten nicht auch arbeiten kann, die Konzepte des Erzenen, Bleibenden, des Ewiggültigen zu untergraben. Mir scheinen das interessante Mittel gegen Heldenstatussymbole, daraus folgenden Konsumwahn, daraus folgende Umweltzerstörung etc. Janina hat in unserem Interview davon gesprochen, dass sie von einer Art Nichts ausschreiben muss, kam auch im Text vor. Es ist alles Versuch, es ist keine Arbeit, it's no work, it doesn't work, man weiß nichts. Man gräbt den Graben unter dem Funktionieren und Nicht-Funktionieren durch und Texte, die so etwas versuchen, machen Perspektiven auf. Sie halten den alten Vers der einstürzenden Neubauten hoch, was nicht ist, ist möglich. And this is a monologue about Antigone, dedicated to my Austrian friends, one of my favorite places in the world, Vienna. Antigone, anti-what is gone. If it lives, it is for a reason. Anti has to be gone. It has to go. It always goes against the state, against kinship, and against myself. I don't want to be the anti-clash. Anti has to go from gone. Gone has to leave immediately, without pause, without cause. I can understand the arguments that defend gone, but they always delay my stay on this planet. They come with the anti as a preposition, and they make me stay in anti-gone. Anti what lives, what speeds, what argues against. Why can't I argue in favor of the gone? Go by and pass away. If you can stay for a moment without hesitation, blaming me for a crime,
if you can stop victimization, if you can say something without struggling against the gun of another antagonistic element, why the agony of the anti and the gun? I'll make a drama of myself in two parts. Anti, always against, versus must always keep up a fight. I wish they could stop fighting two at a time, as if the contradiction of themselves could make each one of the antagonistic elements find a commonality that makes them advance and not nix each out again, denying their positive energies. Gone. Please, gone with the wind. Anti has to go. It cannot last forever, having to contradict itself always and not getting ahead, because it is anti getting forward. Anti, if I were not against all the guns, how many more guns would have already left us? And we need more voices here to argue against all that has to leave, because you say it is gone prematurely, you say it has to be gone, but I am anti-gone against what leaves prematurely. And why does it have to leave? Why can it stay here forever? Anti-gone means to stay. Don't leave us orphans of your anti. We want to be anti-gone, anti what is gone forever, committed to the everlasting changes of humanity as a swarm, a horde, a chorus, a proliferation and multiplication of all the ones that are anti what is gone. Gone. If it is gone with the wind, it is better than if it stays without a reason to stay. Anti. I am the primary beneficiary. I exist as an anti what is gone, and I like myself as an antithesis that exists with gone. Don't let me die because you want to move forward without me. Things should not be defined any longer. What has to be valued is the growth and the process in which things develop by themselves. Don't take away the possibility of growth by cutting a definition short of growth, of process. The development of a thing is more important than the definition of a thing. Gone. Go to another name and unite with another past participle. But don't keep me up fighting all night with kinship, with the state, with myself, existing with protest inside, always protesting inside me as a public manifestation of being buried alive in Antigone, who doesn't let me go but keeps me struggling to survive. Good vibes, bad vibes, this is what I'm feeling all the time, led by guns, be by guns. But Anti doesn't allow a goodbye, bye bye. It always inserts the bad vibes inside the goodbye. With all the protests against bye-bye, let me tell you how happy I am being gone. Bye-bye. Goodbye. Let me speak for myself as a lullaby. Good night. Bad vibes. With gone, there are always protests from Antigone. I'm happy she's still here with us as an argument of pros and cons, and as a contradiction that wants to rest eternally in the mausoleum with us, anti. It is the body politics persisting, insisting it has a body of work and muscles to train and trains to catch, and it always wants to rise in love and raise humanity to a higher quality of itself. And it doesn't want to leave us without a body of work to complete its masterpiece. Don't even try to take Antigone from gone. Anti is the body of work that doesn't want to leave everything unfinished before it is time to go away. And when gone comes to take anti away from body, body will manifest itself as a protest of antagonism and contradiction, contrasting gone with the spirit of rain and wind, and flesh with earth and fire. Here, keep the torch alive. Yeah.